Konsti. Das sind Wärmflaschen-Gang. Berlin Made History Month, diesmal im selben Raum. Es sind Koböbe und die Dennis, junge Ulle. Die junge Ulle. Konsti und Dennis, das sind wir, Konsti und Dennis. Und wir präsentieren euch den dritten Teil vom Berlin Melee History Month Podcast. Der Podcast, wo ihr Sachen lernt, von denen ihr nie wusstet, dass ihr sie wissen wolltet. Von denen wir teilweise auch nicht wussten, ob wir sie wissen wollten. Fair. Also das ist ja ein bisschen so Recaps von Dingen, wo man selbst ein Kind irgendwas, war. Irgendwas rausfindet, wo man halt teilweise auch dabei war und dann erst hinterher sagt so, wow, okay, das habe ich komplett verpasst. Ist es passiert? Was? Mir auf jeden Fall ein paar Mal schon. Ja. Ein paar Sachen, wo ich aber so, also dir vielleicht noch nicht, aber das könnte jetzt kommen, weil ich ja jetzt glaube, wir kommen jetzt in so eine Zeit rein, wo ich halt ein bisschen mehr Insight habe in so die TO-Sache zumindest. Da gibt es ja viel so Behind-the-Scenes-Zeug, was du vielleicht gar nicht mitbekommen hast. Also vielleicht wird es ein bisschen spicy, wer weiß. Wisst ihr noch, Helix? Scheiße, wir haben die Bilder gar nicht ausgesucht, oder? Ich wüsste auch nicht, wo die wären. Ey, die kann ich auf jeden Fall finden. Erinnert euch noch an das Turnier Helix. Das ist nämlich, wo wir beim letzten Mal haben wir ein bisschen angeteasert, dass das Helix ein Ding war, ein Turnier. Dass wir, warte mal, war das über Smash DG gemacht? Das ist ein ganz schön kleiner Bracket hier. Ja. Man merkt, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir sind sehr gut vorbereitet, wie immer. Nee, das hier ist das Singles Bracket. Oh, du bist dann gegen Peggy. Ah, Peggy hatte voll den Run. Peggy war richtig krass. Peggy, der hat ja auch hinterher bei mir gepennt kurz. Ja. Ah, ich hab sie gefunden übrigens. Soll ich sie dir auf WhatsApp schicken oder so? Wo schicke ich dir die? Ja, schick sie mir auf WhatsApp. Ey, das ging so schnell. Sick. Chat, diesmal wird's also für die Podcast-Zuschauer am Apparat bleiben, reingucken, nicht so tun. Es wird Bilder geben, viele auch. Hast du mir schon geschickt? Nee, jetzt mach ich. Ist das, okay. Ist das kommen? Da sind wir doch. Ha, ich sehe schon. Young Stevo. Eine junge Gang. Okay, warte mal. Erstmal, wir setten aber die Scene erstmal für Helix, würde ich sagen. Ja, oder? Ja, auf jeden genau. Fall. Genau. Helix, das größte Turnier jemals in Berlin, wenn nicht sogar ganz Deutschland. Wenn nicht sogar ganz Österreich. Wenn nicht sogar ganz Österreich. Ich glaube, VCA ist natürlich immer größer. Echt? Aber es waren 300 Leute da oder so. Das war gigantisch. Es waren 200 noch was und VCA hat auch immer so 300 oder so, weil die halt Ultimate haben. Das ist verrückt. Die sind gigantisch. Ah, okay, aber halt für Melee alleine vielleicht schon größer, oder? Ja, das auf jeden Fall. Würde mich jetzt nicht wundern. Es geht ja hier um Melee und nicht Ultimate. Aber, genau, Team, wie heißen sie? Game 5. Die es ja auch in Südamerikanisch nochmal gab. Und da gab es einen Typen, der Dugan hieß für Ultimate. No way. Übrigens war Awakening größer als Helix. Ah, wir wurden gekackt von fucking Bayern. Von München. Of all places. Von Vaterstetten oder nicht. Von Zorneding. Von Zorneding. Aber bis dato größtes Turnier. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, von Fex, Usleon, Yomi, der da aber nicht so viel gemacht hat an dem Abend, glaube ich. Oder an dem Wochenende. Und Tero, glaube ich. Und Stevo. Genau. Stevo, der, glaube ich, ein bisschen so impromptu dann aufgenommen wurde in Game 5. Der war ja eigentlich nie wirklich Mitglied. Doch. Die haben Dings, die haben sogar vor O-Smash 4 haben die ein Wochenende in Dänemark gemacht und haben da, Bootcamp gemacht. Da haben sie das sogar ein bisschen konzipiert, glaube ich, wenn ich mich nicht Das kann gut sein, ja. Das würde mich nicht wundern, weil das war ja sehr, sehr lang davor schon eine Planung. Auf jeden Fall, genau. Das würde das größte Turnier werden. Wir haben halt riesige Confirms. Westballs wird eingeflogen. Ja. Amada ist da. Wurde Westballs eingeflogen von? Er wurde eingeflogen, ja. No way. Ja, ja, von Dusan. Wer hat das bezahlt? Ich glaube, so ein bisschen der Fundraiser. Gab es einen Fundraiser? Würde mich nicht wundern. Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, was die Details dazu waren. Aber wir können mal schauen, wer alles da war hier. Deutsche Größen wie John Ass, Mr. Love, Däumling. Das ist übrigens das Bracket, das sind alle, die sind, es waren 250 Leute und das hier sind die Top Reaper. 32. Und Squildendorf übrigens auch im, sieht man das? Nein, er ist nicht reingekommen. Doch hier. Ach da, da, okay. Er hat einen kranken Run, er hat Slim Shady besiegt. Ja, und war ein Hit away von Quick besiegen. Und ein Hit away von Quick und zweimal, hier auch ein Hit away von Ares. Ja. Also ganz, ganz knappe Kiste. Also übrigens ein Joke ist, er ist besser als Fritz Giel, naja. Ne, damals vielleicht noch nicht. Ja. Fritz hat damals halt irgendwann in dem Dreh auch Nan besiegt, das Dreh darauf. Deshalb, ich glaube, man kann schon sagen, dass Fritz ein geiler ist. Er war richtig gut. Das ist übrigens das Turnier, wo alle Deutschen 17. geworden sind. Es gibt so viele von uns, die, also, wir haben Hans, Dusan, der John S., der bekannte deutsche Dusan. John S., ich zähle Till auch. Deutschsprachige, ich zähle Till auch, dann Dr. Dad und ich. Und dann haben wir halt dann auch jeweils gegen Sodrek davor. Wow. Ich habe gegen Sodrek gewonnen, war original. Nee, lass das Bracket langsam aufrollen. Ne? Aber ja. War auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Turnier. Da waren sehr viele gute Spieler. Top 8 waren
Däumling. Er hat von Triff richtig auf den Sack gekriegt in Top 8, weil natürlich ein fieses Los gegen Triff. Ja. Peki hat tatsächlich davor auch Peach gegen ihn gepickt, aber hat es nicht ganz geschafft, ihn zu besiegen. Es war Game 5. Und dann hat Däumling gegen Triff verloren. Dann war Zola in Top 8 gegen Reaper. Und Reaper hat gewonnen und hat dann gegen Over 3-0 verloren, wie Triff gewonnen hat und dann gegen Westworld 3-0 verloren hat. Westworld kam aus dem Losers, weil er im Winners gegen Mustafa 3-2 verloren hatte. Oh, und hat dann im Losers Final das 3-2 Comeback gemacht. Also hat ihn 3-2 dann besiegt. Das genau, dann war das Grand Final gehalten, Westworld gegen Armada. Genau. Und da hat Westworld, ich erinnere mich noch ziemlich gut, richtig gut gespielt. Also das war richtig knapp. Ja, es war ein 3-0. Okay, aber close, so close. One stock, two stock, two stock. Siehst du, close? Das ist close gegen Armada. Close enough. Ja. Ich weiß, dass er so richtig coole Sachen gemacht hat. Er hat auch Fox gekriegt, glaube ich, ein, zwei Mal, ne? Ja, genau. Oh, Westworld hat gegen Mustafa vorher schon. Ah, nee, es war hier. Okay. Ja. Ey, warte mal, Mustafa hat. Ah, nee, das ist Losers hier, oder? Nee. Das hier ist Losers. Das sieht ja. Der Bracket sieht sehr komisch aus. Ja, das ist wie Dings das macht, Alter. Das ist wie. Chat, wollt ihr das Bracket sehen? Achso, die haben die noch gar nicht gesehen. Ey. War das da, wo Westworlds in Fire war? Nee. Nee, das war Beast, ne? Das war Beast, ja. Okay. So, wir haben. Also, Chat, das ist das. Okay, erstmal, wer alles nicht ins Bracket gekommen ist, weil es war Top 32, es waren zwei Runden Pools. Ja, stimmt. Du hast auch mitgespielt, ne? Ich bin in Pools gedrowned. Okay, du hast erste Runde Pools, gegen wen hast du gespielt? Wer war in deinem Pool? Ich hätte sogar rauskommen können. Uff. Ich habe gegen X-Phil, glaube ich, verloren. Ah! Falcon Ditto, das war auch nie so X-Phil hat damals Sheik gespielt. Ah, okay. Nee, stimmt. Warte mal, X-Phil? Spielt der Sheik? Der hat mit Sheik angefangen. Der spielt auch Falcon, oder? Der spielt jetzt Falcon oder spielt halt später Falcon. Ja. Ich weiß nicht, ob der noch spielt, aber das war ein bisschen doof. Aber ich sehe es halt auch ein bisschen, weil die ganze Geschichte ist ja auch, dass ich da halt eben der Ober-TO-Helfer war. Ja. Und deswegen hatte ich halt auch einfach. Okay, wir haben vorhin schon established, dass das keine Johns sind und ich will es nicht als John darstellen. Deswegen, ich finde, ich hätte rauskommen können, so. Wenn du nicht die O gehelfert hättest, ne? Nee, wie gesagt, ich will das nicht als Ausrede nehmen, aber das ist auch ein Ding so. Ich hatte nicht so krass viel Zeit. Du warst da auch noch nicht so gut zu der Zeit. Und also, du warst nicht Top-Player-Konzert. Komplett kacke. Ja. Also, ich, keine Ahnung, ich habe da noch gegen irgendeinen so anderen verloren, ich weiß nicht mehr wer. Im Nachhinein, ich glaube, alle meine Losses waren halt so winnable und ich hätte damit legitim halt einfach aus Pools kommen können. Wer war denn noch da in deinem Pool? Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Okay. Aber X-Phil ist nicht rausgekommen, oder? Doch, doch schon. Ja? Ja, okay. Ich glaube, wir haben im Losers dann rumgespielt. Ah, okay, verstehe. Mein Top-Seed habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Also, den habe ich gar nicht gespielt. Mein Top-Seed war Westballs. Au. Und ich war dritter Seed in meinem Pool. Es war Westballs, dann Arne, also Yomi, Yomedraht. Dann war ich dritter und vierter war Pizza. Schweizer, super oldschool Schweizer. Den habe ich schon mal auf Netplay getroffen, glaube ich. Der war eigentlich Peach-Spieler und der war aber zu dem Zeitpunkt schon zu Falco geswitcht. Mhm. Und ich war voll enttäuscht. Also erstmal, ich spiele, ich weiß gar nicht, wen ich erste Runde habe. Irgendwen. Und dann. Wer war's? Ich weiß nicht. Mehr. Und dann muss ich gegen Arne und gewinne richtig Nailbiter Game 3 gegen Arne. Nice. Und es ist das zweite Mal, dass ich gegen Arne gewonnen habe, weil das Mal davor war bei NBA. Mhm. Weil NBA war davor, ja. Es war Berlin bleibt hart. Und da habe ich das erste Mal gegen Arne gewonnen und Arne war halt immer so, also wir haben ungefähr gleichzeitig angefangen und er ist halt richtig schnell gut geworden. Er war so ein richtiger Gatekeeper für die Top-Player. Ja, so, ja, ne? Das ist auch eine lange Geschichte gewesen. Na, ja. Und da habe ich ihn das erste Mal bei NBA besiegt und war so, da kam er so richtig angepisst zu mir an. Er war schon so, das war Losers, ich hatte gegen Ramon verloren. Mhm. Und dann kommt er so zu mir an und er so, yo Dennis, also ich habe mir gerade einen Joint gebaut, weil ich gegen Felix verloren habe. Nur du trennst mich noch davon, diesen Joint zu rauchen. Und ich so, oh krass, mit so einer Einstellung hast du bestimmt richtig Bock, unser Set jetzt zu spielen, oder? Und dann haben wir gespielt, ich habe ihn dann besiegt und dann war ich so, ja Mann, ich habe ihn besiegt, weißt du? Und er so, ja, GG's, ich geh da mal kiffen. So, ich so, Mann, Digga. Weißt du was? Aber als wir Helix Pools, als ich das gesehen habe, dass wir in Pools gingen, dann war ich so, diesmal kommt er mir nicht so, Alter. Es ist der erste Tag, es ist Pools, Digga. Und yeah. Und dann spielen wir so und es war so ein richtig krasses Nailbiter-Set wieder. Und wir waren beide danach so, ja. GG's. Und, er war dann so, ja, scheiße, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich so, ich freue mich. Dann muss ich gegen Westworld, der mich komplett genudelt hat, so. Er hat beide Games Falcon gespielt und habe mich in einem, glaube ich, gefreestoppt. Den habe ich auch irgendwann mal in meinem Pool gehabt, glaube ich. Und dann bin ich im Losers halt, Losers Final, und dann kommt Pizza auf mich zu. Und ich so, ja, was geht? Er so, ja, wir müssen spielen. Und ich so, Grüezli, wir müssen spielen. Und ich so,
hast du gegen Arne gewonnen? Er so, ja, es war auch nicht sonderlich schwer. Und ich so, what? Was erwartet mich jetzt? Und dann habe ich ihn geforst. Und ich so, the fuck? Ey, vielleicht war Arne da auch so ein bisschen gecrushed. So. Wahrscheinlich so. Aber er hat, also er wirkte auch motiviert. Danach meinte so, okay. Ja. Aber so, Pizza meinte, es war gar nicht schwer. Dann habe ich Pizza geforst. Und ich so, krass, das ist voll leicht gewesen. Irgendwie so. Okay, aber hier immer auf das, also das spannendes das Turnier gewesen. Arne hat dann gewonnen. Ja. War auf jeden Fall auch mega Hype. Ich weiß noch, wir haben da so eine riesige Stage aufgebaut gehabt. Ja. Mit halt Sitzplätzen davor, extra viel Platz dafür. Und das war richtig geil, so die Top 8 anzuschauen und so. Vor allem als jemand, der dann halt da noch ein richtiger Schiller war so und ab halt, keine Ahnung, 14 Uhr nichts mehr zu tun hatte. Ja. King Fang und ich natürlich am Commentary. Ey. Wunderschön. Das ist voll geil, ich wusste gar nicht, also dieses All-Melee-Video, wo die uns als Top-Commentary-Duo, Top-10-Commentary-Duo, und ich so, krass, stimmt, ich habe voll oft mit ihm kommentiert, ich wusste, also ich habe nicht auf dem Schirm, wie oft es war, weil ich halt, eigentlich denke ich, wenn ein Duo, dann Nick und ich, so, weißt du, aber so, ja, stimmt, ich habe mit King Fang übertrieben oft kommentiert. Ich finde auch voll gutes Synergy, King Fang auch sehr guter Kommentator. Mega. Aber, um auf die ganze Sache drumherum, die ganze Sache drumherum aufzugreifen, das Setup war genau, das würde das größte Turnier werden. Wir hatten davor halt so voll viel so Vorbereitung. Da ist dann nämlich auch das Noob Bootcamp gestartet, oder beziehungsweise was später zu Jedo wurde. Weil wir halt eben das Bedürfnis hatten, eben für das Turnier auch ein bisschen zu grinden. Und dann habe ich halt im Meltdown angefragt, ob es irgendwie einen Tag gibt, wo halt ein bisschen wenig los ist. Und ob wir da dann halt mal hinkommen könnten, um halt eben einfach so zu spielen ein bisschen. Weil vielleicht war das sogar das Ding, wo wir erstmal, waren wir erstmal am Sonntag immer da, kann das sein? Wir waren eine Zeit lang immer sonntags da. Ja, wir hatten Sonntag ja vom Verein. Dieses ja, Ding. Aber gab es das auch schon mal. Aber ich bin mir, denke ich, gar nicht so 100%. Das hier übrigens ist die Venue, ne? Dieses Gebäude, Alter, das ist so krass. Gibt es da auch Bilder von innen? Schauen wir mal. Das Microsoft Atrium, Alter. Das war wirklich viel zu. Seht ihr das gerade? Ja, Mann. So sah das aus. Und da in der Mitte war dann. Holy fuck, Alter. Ich habe völlig vergessen, wie das aussah übrigens. Also du kannst ja mal auf die Bilder gehen auch, oder? Ja. Aber ich wollte mal so kurz für, weil du gesagt hast, das Setting so, das ist wie dieses Scheiße aussah, Alter. Das ist so krass, Mann. Da waren wir drin. Diese ganzen Ballsaaltische waren natürlich nicht da, aber das war durchaus die Bühne, die wir hatten. Hier war die Commentary Booth. Und die Atzen sahen ähnlich Sneaker. Und die Atzen waren alle Sneaker, ja. Wir haben uns alle rausgeputzt. Weil Berlin muss representen, wir haben uns alle Smokings angezogen, ja. Spaß, wir sind keine Huren. Ey. willst du mal die, mach mal die Bilder an, würde ich sagen. Ja, genau. Wir haben dann davor, haben wir halt dann eben angefangen, das Nuput-Camp zu starten, wo dann halt die ganzen Scrubs in Berlin alle ein bisschen grinden könnten, damit sie halt vorbereitet sind hier, ne? Das ist unser Main-TO. Das ist der Main-TO, Usleon Dusan. Und haben dann halt im Meltdown eben dieses Ding gehabt und dann war ja das große Ding, war ja am Freitag, bevor das Turnier war ein riesiger Meltdown-Abend. Da war ja wirklich, da waren so 100 Leute im Meltdown, mindestens, das war so pappenvoll. Das gab es dann im Turnier, das war Bild, auch Thema. Wow. Natürlich. Das Bild hätten wir von ihm nehmen. Unser Gast vom ersten Teil. Verrückt. Luma, mit Stivo. Mit einem Gamer-Hoodie. Ja, Mann, mit dem Dignitas-Hoodie von seinem Bruder. Sein Bruder hat mal bei Dignitas gespielt. Ja, das ist abgefahren. Oh, Jöri van Ees! Jöri van Ees, stimmt. Der geile, Alter. Wir lieben Jöri van Ees. Ich hab den nie getroffen, glaube ich. What? Ja, doch da, offensichtlich. Ja, aber halt nicht wirklich mit ihm geredet. Er hat die da interviewt für Smash Europe. War das, ne? Da war Smash Europe auch noch ein Ding. Ja, relativ frisch. Ja, genau. Dann sollten wir ja am Samstag, mussten wir ja dann eben die ganzen TVs einsammeln. Und das, ich erinnere mich noch daran, das war ein kranker Akt, weil wir ja wirklich so, das ist ja nicht so ein amerikanisches Turnier, wo man dann halt so 20 TVs holt oder so und dann reicht. Wir hatten alle. Wir waren wirklich, okay, wir brauchen jetzt genug TVs, damit wir immer Dreier-Rotations haben. So. Ja. Auch wenn fast alle spielen wollen. Und dann hatten wir wirklich, ich glaube, es müssen so 30, 40, 50 TVs gewesen sein. Alle aus Berlin halt, von der Community gesourced. Und dann, ich bin da rumgefahren. Ursprünglich sollte das halt mit Arthur und Caron sein, aber der ist dann schwer krank geworden. True. Und hat einfach komplett einen Ausfall gehabt. Und True. Das war dann nicht mehr so sicher, mit ihm da halt Auto zu fahren. Und dann ist halt Bert, sein Mitbewohner, für ihn eingestiegen. Ja, Mann, Berthold. Die auch in einer großen WG gewohnt haben und da wirklich so 30 Leute bei sich haben schlafen lassen. Na, 30 waren es nicht, aber die hatten alle Spanier da. Eine extrem große Gruppe Leute. Die hatten alle Spanier und alle und dann, Finnen. Und alle Finnen, genau. Die Finnen haben dann nämlich hinterher bei mir gepennt, weil dann eben auch... außer Kiwi. Weil Arthur eben seit... Kiwi, der Finne. Stemu. Okay. Der hat bei mir gepennt. Ah, okay. Den habe ich noch mit zu mir genommen. Weil der nämlich beim... beim Steakhouse Stampedo-Essen mit dabei war. Ah, dann sind wir danach seine Sachen von Arthur holen gegangen und dann hat er bei mir gepennt noch, Genau, und dann war ich halt mit Bert da durch die Gegend fahren und Bert kennt vielleicht die ein oder anderen Leute, ist ein wunderbarer Mensch.
Berthold! Ein sehr bizarrer Mensch. Aber, come back, Digga, ich liebe Berthold. Und ich hab ihn sehr gern, aber ich glaube, ich bin hab ein bisschen meine Menschlichkeit verloren auf dieser Autofahrt. Dein Arsch ist bizarr, Digga, ich liebe Berthold. Berthold, super Typ. Shihad, Digga. Shihad, auch geiler Shihad, wer ist das? Absolut keine Ahnung. Sieht aus wie... Ist vielleicht Ömer? Nee. Doch, das ist Ömer. Ist Ömer, okay, fair. Jihad ohne Bart, interessant. Aber wir haben dann diese TVs abgeholt, alle morgens abgeliefert, aufgebaut. Das war der absolute Wahnsinn. Kompletter Stress auch. Aber es war irgendwie cool. Es war so meine erste richtige TO-Erfahrung, glaube ich. Mm. Und ich habe ja quasi die Fackel dann später von Dusan auch abgenommen so und dann selbst TO'd, aber nie sowas Großes. Danke, Gott sei Dank so auf jeden Fall. Ach, guck mal, Stevo gibt hier die Medaillen aus oder was, Alter. Du bist denn der MC, ey. Der MC Stevo. Hier ist Saalewitz. Saalewitz. Und, wie hieß denn der? Das waren so drei Buchstaben. Will, nee, warte mal. Nee, der ist nicht Will. Das ist der Samus-Spieler. Fuck. Das sind so drei Buchstaben. Das ist auch ein Finne gewesen. Der hat bei mir gepennt dann, glaube ich. Ah, Chat kann den gar nicht sehen. Naja, gut, dann ist es nicht wichtig. Wenn Chat den nicht sehen kann. Das ist aber auch, keine Ahnung, kein so krass. Großer. Aber war ein Atze auf jeden Fall. Aber ja. Die finden alle lieb. Ich habe die dann halt hinterher auch aufgenommen, wirklich so vier oder fünf Leute bei mir. Ja, ich liebe die. Und habe mit dem ein bisschen gegrindet. Willness war dabei, Pinky, Nami Nami. Saalewitz? Saalewitz nicht. Ah, okay. Saalewitz übrigens spricht Japanisch. Er hat auch mal gewohnt. Ja. Jeku auch. Jeku, seine Frau auch mal. Die waren zusammen in Japan. Hab ich dann mal kennengelernt, als sie die halt in Japan auf dem Turnier waren. Okay, geil. Total verrückt. Digga, ich liebe die beiden auch, die sind so gut. Und Mayhem war leider nicht da, aber der ist auch ein übertriebener Arzt. Mega. Ja. Aber genau, das Turnier, wahnsinniger Stress, wahnsinnig schön aber auch auf jeden Fall. Ja. Prinzipiell, ey, würde super gern wieder sowas machen, aber ich glaube, da muss man sich richtig viel Zeit für nehmen. Und wer will das organisieren und wo kommt das Geld her? Also, ich glaube, die tatsächlich haben es mehr oder weniger mit plus minus null rausgekommen. Haben sie geschafft, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, sie haben dann am Ende für das ganze Team so Donuts gekauft mit dem Geld, was sie hatten. Und das war's dann. Also mehr haben sie dann auch nicht. Aber so Tankstellen-Donuts, nicht so Brummy Balls. Danke Donuts, war schon gefüllte. Waren vielleicht ein paar gefüllte dabei. Brummy Balls gab's damals, glaube ich, noch gar nicht. Nee, gab's noch nicht. Aber ja, das war dann ein bisschen auch der Conduit, weil ich glaube, das Turnier hat echt viele Leute motiviert. Und mega, ja. Vor allem mich, glaube ich. Ja, Smash 64 Bert. Ich glaube, da in. Bert ist ja ein Smash 64 Spieler geworden. Auf jeden Fall. Ey, da bist du im Hintergrund mit so die kurze Haare. Oh shit, stimmt. Ich bin mit King Funk im Hintergrund. Wir kommentieren. Du sahst aus wie ein Onkel so ein bisschen. Ich war halt. Das Ding ist, ich habe damals 10 Kilo mehr gewogen als jetzt. Kann man sich das vorstellen? Überhaupt nicht. Überhaupt. Ich sah auch nicht dick aus, aber wenn ich jetzt die Bilder sehe, denke ich mir, ach komm, ich war schon ein bisschen mobbliger. Finde nicht. Also, ist halt. Also, hat viel, viel anders. Volleres Gesicht irgendwie. Ich denke halt, das liegt auch ein bisschen an den Haaren. Ja. Also, die machen häufig einen großen Unterschied. Ey, Amada. Wow. Amada, der Champ, Alter. Ja, das war einfach gewonnen. Schön. Warte, wo ich gerade. Achso, genau. Das hat ja voll viel so Energie für die gesamte Berliner Community, glaube ich, halt gesammelt. Schon im Vorfeld, finde ich, dass so alle angefangen haben, so richtig krass so zu grinden. Ich habe das voll mitbekommen. Ich habe mit Sodrek übertrieben viel gegrindet. Yeah. Das war so mein Main-Trainingspartner. Wir waren im Meltdown, haben extrem viel gegrindet. Genau. Mit Khan, ich mit den ganzen neuen Leuten. Weil das hier genau fängt ja die Meltdown-Generation an. Nee, nicht die Meltdown, sorry, die Nooboot-Camp-Generation an. Ja, genau. Vorher gab es ja schon Rakidi und Dimzum und so die Leute. Ja, die waren ja schon, genau. Früher und Meltdown die haben auch richtig viel gegrindet. Genau, die haben ja auch gute Performances gehabt dann, Leute. Wir werden später noch ein bisschen mehr über den Turnierverlauf reden, wenn wir aber das ist halt. Aber ich glaube, hier sollten wir mal ein paar. Fallen uns hier ein paar Namen ein. Na, guck mal. Rivka und Tafsi haben um die Plantagenkönig. Plantagenkönig! Er will nicht. Ich hoffe, er guckt gerade zu. Er guckt sehr häufig mal zu. Ah, er ist ein Lurky oder was? Er ist ein Lurky. Wir vermissen ihn. Wir vermissen ihn. Wir lieben und vermissen ihn. Wir vermissen ihn, Match. Wen gab's denn noch hier? Tafsi hat angefangen. Ja, genau. In dem Zeitraum kam dann ja auch, glaube ich, OB langsam dazu. Ich glaube, der ein bisschen später. Ich glaube, der war ein bisschen später. Ophis war zu dem Zeitpunkt Ophis, auch schon, weil der bei den TSUs, bei irgendeinem TSU ist er aufgetaucht. Ja, genau. Aber das ist so da, wo die gerade richtig aktiv wurden. Ich würde sagen, da würde ich auch die ganze Schwiffy-Crew eher hinpacken, weil da die so richtig aktiv dabei waren. Die sind vor allem durch die TSUs halt. Die ganze, Also dadurch dazugekommen, aber ich glaube, durch die Meltdown-Dinger wurden die erst richtig aktiv. Ja. Die Australia-Gang. Oh, die schon lange wieder. Luki R. Wie hieß der verstorben ist leider? Cash Money Erkan. Cash Money Erkan. Der war doch auch Autor für Vice oder so, ne? Ja, ja, der hat so Artikel über Jan Böhmermann geschrieben und den so getrashed. Ah. Und dann. Das war gerade die ganze Zeit, das war mein erster so Kontakt. Der meinte so, ja, keine Ahnung, ich schreibe manchmal so Artikel über Jan Böhmermann und ich weiß über so gemeinsame Freunde, dass der das richtig hasst.
super Typ. Cash aber der war nicht da, ne? Der war nicht bei dir. Der war nicht da, glaube ich. Das war so ein Typ, der war dann halt nur manchmal mit. Genau, genau. Ja, genau. Diese ganze Australia-Crew waren sowieso wegen Bier da und Luki A war der Beste, weil der Puff gespielt hat. Komplett. Die waren halt alle, so, die gab, haben alle gar nicht gespielt, aber er war der Beste von denen, weil der Puff gespielt hat. Der war auch noch ganz okay, glaube ich. Aber mir fällt der Name gar nicht ein. Ey, was geht hier ab, ey? Bei dem Turnier, bei Helix. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein richtig großes Upset aus Pools. Die Leute, die ich gehaust habe, ne? Meine Atzen von früher. Ja. John S., Dr. Dead, Pro Smasher Tim. Ich glaube, Däumling habe ich auch gehaust. Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Ich glaube, der war auch bei uns. Ich habe vorher gesagt, guck mal, ein Schlafplatz ist halt auf so einem Stuhl, aber es ist so ein Schaukelstuhl, den kann man so nach hinten lehnen. Ist halt, wenn du Housing hier, wenn einer von euch irgendwo anders sich Housing suchen will, okay, weil es ist halt ein Platz zu wenig sozusagen für die Leute, die wir sind. Nö, kein Problem. Teasy pennt auf diesem Stuhl, Pro Smasher Tim. Und am nächsten Tag wird der erste Runde Pools aus dem Turnier fliegen und er war zu der Zeit wirklich gut. Also 2014, 15 hat er noch mal so einen richtigen Glow-Up gehabt. Er war so Top 8 bei Avalon und so eine Scheiße so, ne? Er verliert erste Runde Pools gegen Captain Rakidi. Gegen unserem Boy Rakidi. Herr Moment, ist das dann auch nochmal passiert später, oder? Nee, das ist das einzige Mal, dass die gespielt haben. Wer hat Rakidi dann noch besiegt? Der hat doch irgendeinen krassen Win bei dem Mimbim nochmal gehabt. Das kann gut sein, ja. Der hat hier und da mal... Nee. Der war so ordentlich gut, obwohl er eigentlich richtig schlecht war. Hin und wieder mal so einen richtigen Fox geschlachtet. Ja, Mann, voll. Das war so, weißt du, so ein Ding, wo so, okay, alles klar, der geht da raus, wird das verlieren. Ja. Passiert so, und dann kommt er zurück und so, ja, ich hab 3-0 gewonnen. Ja, Mann, genau so. Ey, Rakidi und kommt zurück. Ja, Mann, Rakidi Dimsum kommt zurück, Alter. Und dann kam Teasy danach zu mir an. Ich war irgendwie draußen, hab eine geraucht. Das war, glaube ich, wahrscheinlich ungefähr nach meinem Set gegen Arne. So, ne? Oder nach meinem Set gegen Pizza, weiß ich nicht. Unser Pool ging voll schnell. Vielleicht war es nach dem gegen Pizza schon. Und dann kommt Teasy so raus und sagt so, das Erste, was er sagt, so, ne? Ich habe ihn an dem Tag auch, seit wir in die Venue gekommen sind, noch gar nicht gesehen. Ja. So, ne? Wir haben noch gar nicht über irgendwas gesprochen. Er kommt so rein, er kommt so raus und sagt so, boah, ich schlaf nie wieder auf deinem Sessel, ne? Und ich so, ich nehme an, du hast verloren, oder? Und er so, ja, gegen irgendeinen. Ich so, ich hab gehört, gegen wen du verloren hast. Das ist Captain Rakidi. Mach dir mal nichts vor, aus dem wird aber was. Aber es wurde nichts aus ihm. Es wurde nichts aus ihm. Er hat dann irgendwann aufgehört zu spielen. Aber das ist okay. Manchmal ist das der Lauf der Dinge und das ist komplett okay. Ja. Denke ich mir. Nick war zu dem Zeitpunkt auch in der Stadt, aber ich glaube, er hat bei Helix nicht mitgemacht. Ich glaube, er war nicht da. Also er war zu dem Zeitpunkt schon in Berlin, meine ich. Ja. Da haben wir ja letztes Mal schon etabliert. Und ich glaube, er war nicht bei Helix. Wer jetzt, oder? Nick. Imperfect. Oh, kann sein. Sonst hätte er ja kommentiert auch, ne? Denke ich auch, ja. Deswegen macht das Sinn, ja. Mit wem hast du Doubles gespielt? Guckt euch den Doubles Bracket nicht an, das ist eine Schmach. Nein, ich erzähl's euch. Ich habe mit Hahn Doubles gespielt. Oh, mit Ahmed. Und wir waren natürlich halt kein eingespieltes Team. Ach so, es gab noch Pools vorher. Wir waren, ja. Ah, wir waren komplett scheiße. Ja. Auf jeden Fall. Und wir haben dann im Pool gegen Jeku und einen anderen Finnen, ich weiß nicht mehr, wer das war. Slasa. Ja? Ja. Okay, kann sein, das Jim Morrison. Jim Morrison, mein Boy. Ey, ich glaube, er ist auch im Chat. Er ist auch im Chat, ein junger Jim Morrison. Let's go, Jim Morrison. Ey. Guck mal, okay. Das ist das Gesicht, was einmal einen Sapf konzipieren würde. Achte bitte, wer alles in dem Bild ist. Also, das mir letztens auch gefallen. Mo. Wir können jeden hier benennen. Sure. Auch. Also, Over... Reaper? Ist das X-Fil? Nein. Nee, warte mal, wie hieß der? Das ist der aussieht wie Alligator. Wie hieß der denn? Der hat Yoshi gespielt, ne? Das, ja, genau. Das LK. Irgendwas mit L. LK, genau. LK. Ich muss mal kurz. Du sollst ja ein bisschen kleiner machen. Verrückt. Ich gucke das Gesicht an, ich erkenne wirklich fast jeden. So, folgendes. Aha. LK. Liebeskuchen hieß er nämlich. Liebeskuchen. Keine weird. Ich sag, wie ist. So, warte mal, wir gehen mal hier durch. Warte mal, darf ich probieren zuerst? Ich glaube, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du die kennst. Zieh das einfach runter, würde ich sagen. Ah, okay. Muss ja eben, aber zieh mal weiter runter, damit. Weiter geht. Damit die Kamera nicht im Weg ist. Also. Ach so, so meinst du, ja. Weiter, noch weiter runter, dass halt die Körper so ein bisschen weg sind auch. Ist das so? Geht das? Ja. Ja, okay, genau. Okay. Holy shit. Okay, wir haben hier Liebeskuchen da links. Ja. Kannst du die Maus auch drauf zeigen? Oder? Ach so, warte mal, ich hatte rangezoomt. Ja. Also. Okay, warte, dann bin ich wieder ran und dann gehen wir hier ran. Okay, alles klar. Liebeskuchen. Liebeskuchen rechts davon. Ich weiß nicht mehr, was dein Tag war, aber den habe ich gehaust. Christoph hieß der. Das ist ein Schwede gewesen. Okay. Ein Kumpel von Randomness war das. Ah, geil. Randomness habe ich nämlich auch gehaust. Liebe Randomness. So. So ein Homie.
rechts davon der Spanier, das ist, fuck, wie war sein Tag nochmal? Das ist Liax. Liax, genau. Ja. Dann haben wir hier Igel. Igel, ja. Ist das Salenitz? Nein. Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß, dass das auf jeden Fall unser Mann Basti ist. Basti! Basti! Wer ist das hier links? Den kann ich auch nicht, glaube ich. Das ist Jojo Monster 777. Nein. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, verrückt. Ey, Gossenbengel, alter Moin, ey, Atze, ich sag ehrlich, es ist extrem kalt draußen, aber auch kein Wunder, ich habe nun mal... Kanye West, er hat keine Weste. Okay. Alles klar, Gossenbengel. Danke für die Info. Ey, abgefahren. Das sieht aus wie Triff so ein bisschen, der Oberkopf von Triff. Ja, das ist Triff. Das dahinter sieht aus wie dieser eine Holländer, Pure Evil, true. Das ist Nakuri. Okay, kenne ich gar nicht. Das ist so ein Hamburger, glaube ich, gewesen. Ich erinnere mich nur an den, weil er mich mal bei einem UMD mit Puff besiegt hat und ich war krank mad, weil der hat nur so Puff-Scheiße gemacht und ich wusste nicht, was ich tun soll. So, hier vorne haben wir Adam, ja, Jonas. Yo, Jim Morrison, of course I made Top 8 in doubles, dude. John S. and I were like a legit doubles team. We made Top 8 at HF Line as well that year. Das ist Dr. Das sieht aus wie Dr. Dad. Ja. Das ist... Dieser Mettler. Ja, ja, warte mal. Aus Düren. Der stellt das Dorn-Ding. Irgendwas auf irgendwas. Twilight of Dancer oder so? Nein, so hat er sein Turnier genannt. Warte mal, fuck, ey. Evils of Doom? Irgendwas auf Time oder so. Da. Oh, fuck. Das ist so ein langer Tag. Das ist so schwierig irgendwie. Okay, vielleicht komme ich doch nicht so gut hinterher. Das ist Nick. Oh ja, true. Nick, Alter. Da, ist das Jury? Ja, ne? Nee, ist nicht Jury. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist, warte. Nee. Hier ist es Sigmund Reut, Alter? Ja, komplett, das ist Jakob. Und dahinter ist Jagov auf jeden Fall. Ist das Trevor? Nein. Okay, vielleicht. End of Story hieß End der. End of Story, tut so mir leid. Nämlich. Ey, komplett. So nämlich, End of Story, Alter. Aber wir waren auf der Fährte, glaube ich. Ja. Das hier ist auch, das sind Luigi-Spieler aus Holland, glaube ich. Ja, das sind drei Buchstaben auch. Ja, der ist ziemlich gut auch. Ja. Anyway, komm, jetzt. Ey, das reicht langsam. Ich glaub, wir haben die vorderen Leute wirklich solide. Adäquat erkannt. So. Okay. Gibt es noch mehr Bilder? Wollen wir das Helix-Kapitel? Das Helix-Kapitel, das geht da schon ziemlich lang. Westport, und das ist sehr geil. Armando, Mustafa gegen Westport. Hier Mustafa mit dem Genshin. Wie heißt es? Gundam Wing. Controller und Westport mit dem Super Mario-Controller, natürlich. Zweite Runde Pool. Es gab zwei Runden Pools übrigens, weil wir 205 Teilnehmer waren. Es gab zwei Runden Pools. So viele Leute. Durch die erste Runde Pools zu kommen, war schon für manche nicht so leicht, wie zum Beispiel für Pro Smasher Tim, der ein sehr guter Spieler war. Oder für mich. Oder für dich. Der kein guter Spieler war. Du warst noch ein frischer. Ja, ich war ein Schiller. Du warst noch ein frischer junger Mann. Deswegen keine Hard Feelings dir gegenüber. Du hättest es gar nicht besser machen können. Pro Smasher Tim hingegen schon. Also. Das ist hier AE, ne? Oh, Toni, Dicker, stimmt. Toni war nämlich in der zweiten Runde Pools auch. Toni ist, glaube ich, sogar... Nee, der ist nicht ins Bracket gekommen. Der ist irgendwo zweite Runde Pools gescheitert, leider. Hier hinten ist Bennett. Der hat das Bracket geschafft. Ja, stimmt. Blade, ja. In der zweiten Runde Pools ist Kevin... Oder war es in der ersten? Es war irgendwie... Kevin hat, glaube ich, Kiwi, gegen... Ne? Ja, genau. Ja. Kiwi hat gegen Hans im Winners gewonnen und im Losers verloren. Und ich hasse Double Elim Pools deswegen. Das ist so dumm einfach. Ja. Weil du kannst mehr Matches gegen ihn gewonnen haben, als er gegen dich an dem Tag. Und er kommt weiter. Ich weiß auch noch, das war nämlich eine Sache, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen Background-Information. Dusan hat ja, kennt sich mit so halt Programmieren ganz gut aus. Aha. Und man kann ja wirklich so Algorithmus schreiben für so ein Bracket, ne? Ja. Und er hat mir das erklärt, das ging gar nicht anders. So wie die das gemacht haben, mit Double Elimination Pools. Ja. Hier ist übrigens Oldboy, der Kumpel von Sigmund Reut. Den gibt's leider auch nicht mehr. Genau, Oldboy, ja. Daneben ist X-Fill übrigens. Ah, das ist X-Fill, true. Und das war so ein komisches Setup, dass du halt nicht anders konntest in dem europäischen Format, das wir spielen. Außer eben, dass Leute gegen die bisherigen Gegner nochmal spielen mussten. Und das ist halt wie mega abgefuckt. Ja, ja. Weil er saß da und war halt das Arschloch, weil der Turniere gehostet hat, wo Leute nicht anders konnten, als gegeneinander zu spielen. Halt, obwohl sie sich schon besiegt haben. Und er hat eben wirklich einfach nur diesem Format gefollowt und es halt abgescaled auf halt so viele Teilnehmer. Aber das ist eigentlich nicht dafür gemacht. Das funktioniert einfach nicht.
Wir haben übrigens fast vergessen, dass Liver auch teilgenommen hat. Liver war auch ein wichtiger Teil der Berliner Melee-Community zu diesem Zeitpunkt. Er war halt auch ein richtiger Gatekeeper so für die Lower-Level-Spieler. Ja, ey, weil ich will nämlich genau hiernach würde ich ganz gerne anfangen, über generell die Turnierdynamiken zu reden. Weil da hat, also vor allem für mich hat sich echt viel bewegt und das war so voll der Motivationsfaktor. Ja. Weil direkt danach war ja auch, glaube ich, noch das Turnier in Freiburg, ne? How dare you. Das war im September. Oder davor war das, kann das sein? Kahn. Nee, im Oktober. Oh, Kahn, Alter, let's go. Und hier ist Krypto. Krypto, ja. Wow. Und das ist Luma und das ist Mustafa. Und das ist Salewitz. Salewitz war scheinbar das ganze Turnier so an diese Wand einfach gelehnt. Lewinsky, Alter, unser Boy. Der Boy Lewinsky. Ey, was er da auch wieder runtergerissen hat bei dem Turnier, Alter. Unfassbar. Okay, aber weiter, Mann. Also ich glaube, das Turnier, da ist da noch was Wichtiges passiert. Kannst du dich an so Bracket-Sachen erinnern, weil ich nämlich gar nicht. Also, okay, warte. Es gibt einen Moment, an dem ich mich, also von meinem persönlichen Turnierverlauf, den ich sehr, sehr lustig fand. Ja. Ich bin zweite Runde Pools. Ich musste, glaube ich, zuerst gegen... Achso, gegen Felix, genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie gegen Felix gewonnen. Gegen Baron Brody, Sagel, Norm. Und ich habe ihn 2-0. So, ich habe noch nie vorher gegen ihn gewonnen. Und ich dachte so, heute ist mein Tag. Ich habe Arne besiegt, so, ich habe von Westboys auf den Sack bekommen. Ist ein Berlin-Turnier, heute ist mein Tag. Ich hole mir die Scheiße. So, ja. Ne? Hier übrigens Arne. Guck mal, er ist auch am Start. Geil, ich liebe diese Bilder. Alter. Hier Pro-Smasher Tim. Boah, das ist ein Berliner gewesen, warte. JB, Alter. Der hat in dem Zeitraum angefangen. Der hat auch angefangen, true, ja. Auch einfach sauguter Atze. Ja, mega. Und direkt daneben ist auch ein, warte mal. Der hier? Ist ein Falco-Spieler gewesen. Der hat mich dann in Freiburg hat er mich besiegt. Noch nie gesehen in meinem Leben. Doch, dieses Gesicht ist mir gänzlich unbekannt. Du hast den Namen gehört. Ich kann es nicht lesen auf dem Schild. Das war ich glaube, ich erinnere mich, die Gesichter von Leuten, die mich damals besiegt haben, haben sich so eingeprägt. Auf so einem Rache. Da ist der Kumpel von Bananen in der Mitte. Hier ist Lukas Käse. Wow. Und hier ist Mike Hagger. Mike Hagger. Kahn natürlich. Triff, Eagle haben wir alles schon. Ey, hier ist Joscha David Moos. Wow, ey, die sehen wir morgen. Fuck, Digga. Oh mein Gott, Joscha. Hier, dahinter ist Toni. Alter, krass. Nochmal Jakob. Ah ja, stimmt. Sigmund Reut, Alter. Ich sehe keinen von der Asian Invasion, Digga. Die waren wahrscheinlich die ganze Zeit draußen. Die waren die ganze Zeit draußen kiffen, Alter. Oder haben gezockt. Digga, wer war sie nochmal? Ich erinnere mich auf das Gesicht auf jeden Fall. Weißt du noch, wie sie hieß? Ich habe dieses Gesicht nie gesehen. Okay, alles klar. Anyway. Ja, und zweite Runde Pools. Ich musste erst gegen Felix und dann musste ich gegen Mike Hagger, der hat mich ganz schön gebumst, weil es halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat mich 2-0, aber ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Und dann musste ich im Losers gegen Victor, dafür, wer es ins Bracket schafft. Und ich hatte kurz vorher mit Victor gegrindet und mit ihm so Armada Mango Genesis 1 Sets analysiert. Und wirklich so, guck mal, mach das so und bla bla und so, ne? Und hab ihm die Schlüssel in die Hand gegeben, weißt du? Und dann müssen wir ausgerechnet, wer ins Bracket kommt, im Losers gegeneinander. Und im ersten Match hat er mich irgendwie gethreestockt oder so, hat mich richtig gefickt. Und ich weiß noch genau, Maxi sitzt am Commentary und sagt, das habe ich hinterher gesehen. Ja. Und sagt am Commentary, dass er durch den Raum gerade unser Set sieht und dass ich richtig gefickt werde gerade von Victor. Sagt er live vor allen Zuschauern. Und dann habe ich das Set noch gewonnen. Und er kam hinterher noch zu mir an und er so, ja, gegen Victor ist hart. Und ich so, ja, aber ich bin jetzt halt im Bracket und habe gewonnen. So, ne? Und nice. Er so, what? Maxi, ey. Maxi, ich glaube, Maxi saß mit Yannick am Commentary so. Und ja, auch Commentary-Duo. Ja, voll. Zu der Zeit mega viel. Mit ihren Cloud9-Shirts immer. Oh Gott. Und dann musste ich gegen Avalancer, gegen Nebby, der hat damals noch Sheik gespielt. Stimmt, ja. Und wir haben die ersten beiden Games waren, also ich glaube, ich habe das erste gewonnen, er das zweite. Und es war so Last Hit beide, es war so richtig knapp so, ne? Und dann, ich weiß nicht mehr was, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was ich gebannt habe. Jedenfalls sind wir dann auf Fountain gegangen. Und dann hat er mich einfach gethreestockt. Er hat mich so überrannt. Ich so, was passiert hier? Wir haben so voll die krassen, knappen Games gespielt. Und dann fickt er mich komplett. Ich so, das kann doch nicht sein. Ey, ich würde dich so 4 Jahre später rächen. Ja, let's go. Nice. Stimmt. ich weiß noch, dass es in der zweiten Runde Pools ein Set gab, um ein besseres Seeding. Das war, glaube ich, Dritter und Vierter oder so. Mhm. Oder Zweiter und Dritter, irgendwie sowas. Dr. Dead gegen Peki. Und das war das letzte Set, was an dem Tag gespielt wurde, bevor wir die Halle zugemacht haben. Und die ganze Halle hat dieses Set geguckt, weil es das einzige war, was noch lief und alle anderen Fernseher aus waren. Yeah. Und wir standen so mit 50, 60 Leuten um diesen Fernseher rum so und gucken halt, wie Dr. Dead Peki komplett zerscheißt. So. Und am nächsten Tag haben wir dann so noch darüber gesprochen, wie das Turnier vorbei war. Und Peki war, glaube ich, 9. dann. Und er meinte so, ja, Dings, aber du hast gegen Dr. Dead verloren. Und er so, yeah, but who made top 12, though? Ey, Peki, kleine Maschine.
Das war auf jeden Fall auch krass. Das Frühstück, das ich ihm gezeigt habe, das war... Das war zu lecker. Das war zu lecker. Kaffee Red, Klausenerplatz. Ja, im Bracket hatte ich dann noch diesen Moment, ich musste erste Runde gegen Amada, deswegen war ich sauer auf Dusan, weil ich meinte, Dusan, was soll die Scheiße? Zap, Alter, oh, erstmal den Zap. Da, Zuntrax, dankeschön für den Zap. Oh, das ist der Stufe 3 Zap vom 10. Monat, Digga. Let's go. Zuntrax. Dankeschön, Zuntrax, Legende. Verrückt. Ich war richtig sauer auf Dusan, weil ich meine so, ich bin der Schlechteste hier, ich bin der Schlechteste von uns 32. Ey, sind schon ein paar Hitter drin auf jeden Fall, Leute, die halt auch Seeds geupsettet haben. Ja, weiß ich nicht, Alter, ich ja auch, ich habe auch Seeds geupsettet, also darf man auch nicht vergessen. Okay, fair, aber dann war das wahrscheinlich so der letzte, also weil es war wahrscheinlich richtig knappes Set. Ich hatte original erste Runde Pools, hatte ich West Balls und im Bracket dann Armada. Ja, wart ihr wahrscheinlich wirklich so der Schlechteste von dem einen Seed gegen den Besten von dem anderen Seed. So, irgendwie so. Die dann halt so genau gegeneinander kamen. Und ich glaube, Dusan meinte, ich war nicht der Schlechteste. Ich glaube, er meinte, er musste das so schieben, damit die Rematches aus den Pools vermeiden oder so. Ja, genau so. Das hat er ganz viel gemacht. Das war ein bisschen doof. Und da muss ich Armada aber auch kein... Aber ich habe Armada zum Lachen gebracht. Ich habe, glaube ich, ihn irgendwie mit einem Z-Drop Turnip into Up Smash gekillt. Und er sitzt da so... Nice. Was halt, Das ist in Amadas Book ist das ein absoluter Banger-Joke. Es ist ein Dings, Alter. Mehr als ein Ritterschlag. Ein Ritterschlag. Ich habe gegen Amada zu der Zeit wirklich bei jedem Turnier spielen müssen. Deswegen war ich umso pisster. Ich so, Mann, Dicker, jedes Mal. Gib mir doch irgendeinen anderen, Mann. Ey, keine Ahnung, das ist ja so eine Turniergänger-Beschwerde irgendwie so ein bisschen. Ja, das, ich muss immer. Ich komme super, aber das ist ja was anderes. Ich komme super weit und muss dann immer im Bracket. Das Ding. Da musst du dann, glaube ich, so durchbreaken und diese krassen Upsets irgendwo im Pool bekommen. Ja, ja. Und dann bist du so. Du bist auf einmal Topseed und dann kommen die anderen Wins auch viel leichter. Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Weil du mal viel mehr Chancen dafür hast. Im Bracket waren, also bei mir, Amada war, denke ich mal, relativ selbstverständlich. Bei mir haben wir schon gehört. Sodrek hat in seinem Pool zweite Runde Pool sowohl Quick als auch, sowohl Till als auch Fauster besiegt. Mhm. Ich glaube, beide zweimal auch. Nur eins. Ich glaube, Fauster zweimal und Till einmal irgendwie so. Wie sich die Konstellation da halt ergibt. Und weißt du warum? Du weißt ja, wie Sodrek ist. Du zeigst ihm was und er sagt, das kann ich jetzt für immer. Er hat Quick gehaust und hat mit Quick Samus Fox geübt einfach. Ah. Die haben also nicht mal geübt, die haben nur gegrindet. Und dann konnte er das einfach. Und dann hat er einfach... Besiegt. Und er hat, Quick hat nicht, Till und Fauster beide besiegt in seinem zweiten Pool. Und Sodrek war halt ein Rando zu der Zeit, ne? Also, er war legit auf... Ich meine, er war halt auch so der beste deutsche Brawl-Spieler oder so, ne? Ja, aber er war auf 3 Melee-Turnieren und er war, glaube ich, Top 3 im Brawl, nicht bester. Okay, aber er war schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, er war richtig gut. Aber die Foundation war gesetzt. Aber es war so krass, dass er... Also, niemand hätte es kommen und sehen. Gegen Samus spielen ist so nah an einem Brawl-Matchup dran, wie nur möglich. Und er hat die wohl richtig gefickt, auch weil ich musste dann gegen Sodrek im Losers, wie man hier sieht an dem Bracket, ich musste gegen den Losers und hab so... Das zweite Match war auf... Er hat mich auf Yoshis gecounterpickt. Und da habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder in einem Best of Three Yoshis nicht banne. Ich spiele auf Stadium. Any day of the week. Mir egal. Weil Sodrek mich so dermaßen abgewichst hat auf Yoshi. Ich so, okay, es ist vorbei. Ich verstehe diese Stage nicht. Wir machen das nicht. Ist okay. Wenn ich die Chance habe, eine Stage zu bannen, dann ist die weg. Ich hab auch so ein irrational Yoshi Sub, Alter. Ey, krass. Holy fuck. Zuntrax hat 10 Subs gegiftet. Ey, Zuntrax, Dicker. Dankeschön. Wer hat Subs bekommen? Okay. Slef, Saltura, Marley, Fry Nocky Fry, Max direkt von nebenan. Quohi, Genosse Darth, E-Code Play, Käse und Daisy's Grow. Und Daisy's Grow Here. Daisy's Grow Here. Geil. Dankeschön, Zuntrax. Jetzt ist er bei 110. Ey, kommt Zuntrax denn jetzt mal zu einem Local? Oder Tony, weil Toshi kommt zum Local. Ich weiß immer, zu einem Local. Teil der Melee Pipeline, den ist bei Locals am Start. Ne, Toshi kommt aus Freiburg. Ich glaube, da spielt kein Schwein mehr. Aber Zuntrax kommt aus Brandenburg, glaube ich. Zuntrax kommt zum Weekly. Aber was für Weekly? Ist dann halt so wiederum die Frage. Ja, kommt so Februar zurück vielleicht. Okay. Ich hoffe mal. Anyway. Ich hatte dann Sodrek im Losers und hab ihn dann halt besiegt und dann musste ich gegen Fauster. Und Fauster kam zu mir an, deswegen weiß ich diese ganze Geschichte, dass Sodrek in Pools diese beiden Samus-Spieler so gefickt hat. Ja. So. Fauster kam zu mir an und sagt so, yo, did you see Sodrek? Ich so, er ist gerade rausgegangen, so, wir müssen spielen. Er so, no, no, I gotta play Sodrek. Ich so, nein, ich hab ihn gerade besiegt. Er so, you beat Sodrek? Thank you so much! Was ist das gerade mit so einem französischen Akzent noch? Und er hat sich bei mir bedankt, dass ich gegen Sodrek gewonnen habe. Und dann muss ich gegen Faust und dann habe ich Last Hit Game 3 verloren. Oh. Ah, und danach hätte ich Till bekommen.
Das wäre für Sodrek auch übertriebenes Bracket geworden, so weißt du? Das stimmt. Ein Hit davon entfernt oder so bei dir? Ja, ne, also nee, das letzte war, glaube ich. Also ich habe ihn dann getoo-stockt auf ihn, glaube ich. War das eigentlich schon Best of 5? Wahrscheinlich nicht. Ne, es war Best of 3 noch. Ey, verrückt. Ich finde Best of 3 so doof. Ja, es war, glaube ich, Top 12. Aber es muss wahrscheinlich sein. Time Constraints und so. Ey, noch mehr Subs? Ne, Daisy's Grow hier. Oh, doch, Damn Failure hat auch nochmal Subs. Danke, Digga, danke schön. Echt krass. Ein Hyped Train nähert sich. Ich komme aus Berlin, wir haben nur mit einer größeren Crew in Brandenburg ein Hotel gekauft. Ach so, na dann. Ein Hotel gekauft? Ach, wenn sie nur ein Hotel gekauft haben, naja. Ey, keine Ahnung. Digga, Zuntrax, the fuck, Alter? Zuntrax, warte mal. Ganz unverbindliche Frage. Wäre dieses Turnier für ein Smash-Turnier zu haben? Dieses Hotel. Theoretisch, was? Dieses Hotel, nicht dieses Turnier. Boah, danke für den Sub, Alter. Habe ich das Turnier gesagt? Ja. Wäre dieses Hotel... Weil das wär ein guter Austragungsort. Das wäre schon krass. Aber Brandenburg, das kommt drauf an, wo. Also ob man da mit einem Regio oder so gut hinkommt. Weil wir müssen ja auch die Fernseher... Du musst ja nur einmal hin. Wir würden die Fernseher, würde man halt mit dem Auto hinbringen. Wenn es ein Hotel ist, muss man nur einmal hin. Boah, da kann man alles... Ey, okay. Ganz unverbindliche Frage für die Zukunft. Übrigens, Zuntrax hat einen Haufen Fernseher, die er nicht braucht. Habe ich dich vorhin getaggt auf Twitter. Achso, haben wir Platz? Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich würde sagen, wir haben keinen Platz. Aber ich finde, theoretisch könnte man halt so ein paar gebrauchen. So, vor allem, wenn die genug gut funktionieren. Denke ich auch, wenn es gute sind, ja. Anyway. Okay, sorry. Weiter zum Helix-Bracket. Däumling, ich denke, expected hier. Blade besiegt. Benne, ja. Ich weiß nicht, wen Benne besiegt hat, weil Benne ist auch kein Top-32-Kandidat gewesen. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähnlich wie Sodek und ich eigentlich auch keine Top-32-Kandidaten gewesen wären, sondern da halt an meiner Stelle wahrscheinlich Felix hätte sein müssen. Aber auch sehr großes Abstand. True. Also deshalb. Till hatte einen übertrieben guten Run im Bracket dann. Er hat hier gegen Solar verloren. So. Aber im Bracket, hier im Losers, hat er einen übertrieben guten Run. Mhm. Over und Randomness, denke ich, auch relativ expected. Hans auch expected. Hans hat gegen John Ass gewonnen in Pools und gegen Chibi. Auch nicht schlecht. Salewitz, gegen den hat Jonas, glaube ich, auch verloren. Okay. Triff gegen Khan. Ich glaube, Khan hat... Hat er sogar richtig gut gespielt gegen ihn. Ja, ja. Und Khan hat jahrelang nicht aufgehört, darüber zu reden, wie scheiße gut Triff ist und dass man nichts machen kann auch so. Also er war dann so richtig... Ja, er war, glaube ich, längere Zeit so ein bisschen ein so Peach-Matchup-Duma. Ja, ja, voll. Ja. Da hat er noch Falcon gespielt, glaube ich. Aber ich glaube, das hat ihn ein bisschen gesetupt, auch weil er das Problem häufig gegen dich hatte und gegen Hans. Ja. Er meinte auch so, Hans spielt so 3D-Schach mit dir. Ja. Dabei ist alles, was Hans macht, die Shield-Grabben. Aber so er macht strange. Das sehr gut. Er macht das so krass. Ich habe das ein bisschen von ihm gelernt. Ich bin ja. auch ein ganz, ganz dreckiger Ein Grabber of Shields. Ja, auf jeden Fall. Mike Hagger hat ein richtig gutes Turnier. Er hat Ares besiegt hier. Das ist auch sein bestes Matchup, Peach. Ja. So. Er hat Ares besiegt und er hat im Losers dann auch noch irgendwie, glaube ich, 2 Sets gewonnen. Und ist, glaube ich, 9. geworden. Also er ist richtig gut. Ja, Dusan gegen Peki. Achso, hier, Westworlds Villainous. Villainous, glaube ich, auch expected Top 32. So Fringe Top 32. Aber halt, ich glaube, der beste Luigi in Europa zu der Zeit. Also entweder er oder Mau. Auf jeden Fall Mau. Also keine Ahnung. Ja, war Mau besser? Aber ich habe auch ein wenig Turniererfahrung. Dusan gegen Peki. Dusan war ja mal eine Zeit lang in Finnland. Ich weiß nicht, wie das da aussah, aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt kein Upset. Vor allem für den Tag, für dieses Wochenende, ja. Wo Peki halt einfach krass gespielt hat. Der hat ja auch Match von Westworlds gezogen. Ja, direkt das erste. Das war insane. Das war richtig krass. Ja. Dementsprechend kann man schon mal sagen, dass das dann... Ja. Quick hat gegen Gerardine gewonnen. Gerardine war damals noch nicht so gut. Ich war kurz davor, glaube ich, oder war das ein Jahr danach? Nee, ich glaube, kurz davor war ich in Paris und habe da auch gegen Gerardine 2-0 gewonnen. Mhm. Dann hat Quick noch gegen John S. gewonnen, der gegen Eagle gewonnen hatte, was sehr krass ist, weil Eagle war zu der Zeit wirklich ein Top-Spieler in Europa. So. Echt? Okay, krass. Ja, ja, voll. Der war richtig krass damals. Und Jonas war halt so, also er war so, okay, wie Jonas immer so ist, du hast einmal nur gegen ihn gespielt, ne? Wäre dann so, okay. Dann bin ich jetzt eben kein Hurensohn mehr. So, also, dann sitzt er da, fängt an, sich selber zu beleidigen und zu campen. Und Igel so, dang, ich bin Dr. Mario, was soll ich tun? Ey, zurückcampen, eigentlich. Aber kann man, glaube ich, nicht so viel machen. Nee. Ja, Mustafa also gegen Basti gewonnen. Sinn, ja. Dr. Dad gegen Avalanche. Dr. Dad hat gegen Nebby gewonnen. Guter Win für Dr. Dad, aber Avalanche war zu der Zeit noch nicht so gut. Dr. Dad war, glaube ich, considered ein besserer Spieler. Ja, vielleicht. Und er hatte halt das Upset gegen Peki am Tag davor. Faustler gegen Adam ist ein big Upset, aber... Oh ja, das ist mega das Upset. Damn, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und Reaper gegen Jim Morrison. Jim Morrison war auch im Bracket. Ich glaube, Khan hat auch gegen Adam dann noch verloren. Also seine Losses waren halt so Quick, Triff und Adam. Ja. Was halt. Ja. Viel bessere Losses kannst du gar nicht haben. Jim Morrison hat vorhin gesagt, ach krass, dass ich Top 8 gekommen bin. Ich glaube, wir haben gegen ihn und Kaspar W. im Losers noch gespielt. Oder? Nee, haben wir nicht. Nee, okay. Wir haben Däumling und Dr. Dad besiegt und Eagle und King Funk und dann haben wir gegen Westworlds Over verloren. Ja, so weit wie man kommen konnte, voll. Ja, weil Westworlds und Dings nämlich relativ früh ins Losers gekommen sind.
Ich sehe sie. Achso, hier gegen Mike Hagger und Villainous. Fair. Aber Westworlds hat Samus gespielt. Egal, weißt du was? Egal. Ja, egal. Aber ich glaube, wir sollten Helix noch kurz abschließen, weil so viel mehr ist, oder? Ist noch was passiert? Willst du sagen, wir haben alles, was. Guck mal hier, nee, Adam hat gegen Jim Morrison gewonnen. Khan hat gegen Ares verloren hier. Das war das. Ah, es gegen Ares war es dann doch vielleicht. Wir haben Helix also hinter uns gebracht. September 2015 war das so, ne? Ja. Ja. 2015. Und dieses Turnier hat uns allen in Berlin richtig Dings, Alter, richtig Fahrtwind gegeben. Wir haben davor schon angefangen zu grinden, wie die Blöden. Genau. Und dann wurde es halt so, es wurde immer häufiger, dass wir halt gesagt haben, also es wurden auch immer mehr Leute, die dann halt donnerstags gekommen sind. Und wir haben, genau. Haben wir 2015 oder 2016 dann angefangen? Die Idee war halt eben genau das, das war, was ich zuerst eingeleitet habe. Ich bin zu den Meltdown-Leuten gegangen und meinte so, yo, ich finde einmal im Monat reicht uns nicht. Ja. Ich würde richtig gerne so einen Tag nehmen, wo hier richtig tote Hose ist. Jonas ist sogar da. Ey, nein. Wir haben so geil gespielt, ich schwöre, Jonas. Ja, Mann. Wir wollen uns einen Tag nehmen, wo hier richtig tote Hose im Meltdown ist und da dann mit 5 bis 10 Mann kommen, einfach auf ein paar Bildschirmen grinden so. Und dann habe ich halt zuerst war das Ding so, okay, wir spielen jetzt auf diesen 2 Bildschirmen und dann waren halt ein paar mehr Leute da. Und dann war ich so, ey, habt ihr zufällig irgendwie Platz im Keller oder so? Weil wir beleben halt den Laden für einen Abend so ziemlich gut. Da kommt Banane und trinkt Wasser aus der Leitung. Da kommt Banane und trinkt Wasser aus der Leitung, genau. Aber ja, ich so, ey, können wir vielleicht irgendwie ein paar TVs bei euch lagern? So, dann fing das ein bisschen an, dass wir so den Meltdown Vault aufgebaut haben. Ja. Mit TVs, die ja wirklich, also ich glaube, alle TVs, die bei uns unten sind, habe ich persönlich mal ins Meltdown getragen. Das sind mindestens 30 insgesamt gewesen. Es sind nicht alle, ich habe auch ein paar vorbeigebracht. Okay, fair. Ja. Also, aber ich habe so krank viele halt ins Meltdown getragen und dann ein paar auch wieder weggebracht. Ich habe früher immer, wenn ich donnerstags nicht arbeiten musste, bin ich immer mit einem hingefahren, mit der U-Bahn einfach. So einen, den du beide hattest. Ja. Ich habe auch ganz viele halt eben dann so von eBay Kleinanzeigen geholt. Das war ein bisschen abgefahren immer. Aber genau, dann haben wir halt eben angefangen, so einen kleinen Vault aufzubauen, immer so ein paar da zu haben. Zuerst waren die hinter dem Tresen irgendwo, weil da war ja so ein Hinterraum, der so total zugemüllt war. Oh ja, true. Der war richtig, richtig, richtig zugemüllt. Dicker, aus der Insolvenzmasse wurde ich auch noch bedient, Alter. Das war nämlich Insolvenzmasse für so kleinen Scheiß vom Meltdown. Da habe ich noch ein paar Mäuse und sowas. Max spielt immer noch auf einer Meltdown-Maus, als die insolvent gegangen sind. Spielt er immer noch Warcraft 3 Turniere gerade. Das war aber genau, das war richtig nice. Da haben wir erstmal gegrindet und ich glaube, dann kamst du irgendwann auch dazu, weil wir viel gegrindet haben. Übrigens, eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe, aber weißt du, einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu grinden? Weil ich erinnere mich super gut daran. Ich bin aus irgendeinem Grund bin ich vom Zoologischen Garten nach Hause gefahren mit dem Bus, der da an der TU vorbeifährt. Und genau bei dem Kreis, bei dem Kreisverkehr, beim Hans-Reuter-Platz, bei der TU, habe ich gerade mit dir auf Facebook geschrieben und du hast mir irgendwie gesagt, so, ey, keine Ahnung, du musst mal ein bisschen besser werden. Und da war ich so, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich so das Zeug dazu haben und was, also musst einfach nur ein bisschen grinden, so einmal ein bisschen was am Tag. Und ich so, ja, weißt du was? Ich mach das jetzt. Und dann hast du 3 Jahre gehalten. Ja. Das war so der Spark dafür. Ja. Und dann bin ich halt eben, hab halt viel Solo gegrindet und bin halt immer zum Noob-Bootcamp gegangen. Jetzt am Anfang war es das Noob-Bootcamp. Ja. Und dann, genau, dann bist du halt auch immer zum Noob-Bootcamp dazugekommen. Und ich weiß noch, dass ich ziemlich dagegen war am Anfang, weil ich dachte so, wir haben halt andere Turniere, wir brauchen kein Weekly-Turnier. Ja. Das wird zu schnell aussterben. Ja. Turns out, ich war sehr, sehr falsch. Ja. Weil du hast dann halt, und weil die Masse das ja auch irgendwie wollte, hast du dann halt gesagt so, jo, wir machen jetzt halt ein Turnier draus. Ich glaube, es war halt so, dass ich einmal da war und ich so, wir sind 15 Leute auf 4 Fernsehern, lass Turnier spielen. Das ist total dumm. Ja. Also, genau. Und dann war ich halt so, okay, komm, lass machen. Und dann haben wir dann eben, irgendwann wurde ein Weekly halt draus. Mhm. Und es war wirklich halt ein großes Weekly auch. Das war so ein Ding, wo halt so, es waren immer so ein paar Meltdown, so Casuals dabei. Ja. Aber im Prinzip hatten wir immer so um die 10 bis mehr Leute. So. Ja. Und manchmal halt so 20 sogar. Das größte Noob-Bootcamp waren, glaube ich, das allerletzte. Das letzte war so Jedo sozusagen. 30, 40 Leute. Da waren irgendwie 40 Leute. Oder so. Da habe ich die erste Runde gegen Salt verloren. Der auch als ein Regular war von diesem, also diesem Meltdown-Fighting-Game-Regular. Der war cool. War geil, Alter. Aber genau, dann hatten wir das Noob-Bootcamp gesetupt. So, und dann sind da wirklich alle so Rivka, Tafsi. Da ist dann irgendwo auch OB dazugekommen, glaube ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gegen OB einmal beim Noob Bootcamp gespielt habe, relativ früh noch, bei diesen frühen Noob Bootcamps. Und er irgendwie, ich weiß nicht, ob er ein Match gezogen hat, ob er so kurz davor war, aber ich war so, hä? Was zur Hölle passiert hier? Ich weiß überhaupt nicht, was Yoshi macht. Manchmal hat er so ein bisschen so ein Yoshi-Fass aufgemacht. Voll! Und dann machst du so, hä? Was ist hier gerade? Wieso bin ich gerade Teil seiner Practice-Routine geworden? Komplett, ey. Ja. Aber, genau.
dann haben wir ja dieses Weekly gehabt so, und haben uns voll darauf vorbereitet. Dann war ja auch halt noch How Dare You. Ja. Ist ja nochmal ein großes Thema, da sind auch richtig viele Berliner hingegangen. Und Swagcube, Baumwolle war auch, glaube ich, auch da. Berlin hat Cruz fast gewonnen sogar. Ey, stimmt. Als der Arsch gerettet wurde von Mustafa gegen NRW, der dann einfach NRW irgendwie 19 stockt hat oder so. Das war so bescheuert. Die haben uns alle gefickt, Alter. Ey, ich fand's gut. Ja. Ich glaube, da habe ich sogar 2-3 Stocks gezogen. So. Das war ein wichtiger Stock. Ey, lass dir den Saft gut schmecken, Jim Morrison. Wir sehen uns. Ich hoffe, wir sehen uns wirklich bald mal wieder, Dicker. Wäre super schön. Ja, genau. Und dann hatten wir aber auch ein bisschen, dann fing das ja an, ein bisschen zu stagnieren. So. Wir hatten halt ein Weekly, das war gut, wir sind besser geworden. Ja. Aber man musste ja auch mal wieder was upsteppen, so, ne? Mhm. Also musste wieder mal ein Turnier her. Und ich weiß gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr, was zuerst war. 2015 noch was. Ich glaube nämlich nicht. Da war dann ein bisschen so, war das, wir hatten zwei riesige Turniere. Ich glaube, das war es erstmal so. Ja, wir hatten 2014 war How Dare You, 2015 war SMS und dann war Helix. War Sonnenmond und Smash 2000? Das war 2015. Ja, okay. Ja, weil ich weiß es aus zweierlei Gründen. Ich war nämlich bei dem Turnier nicht da, weil ich in Wien war. Ich habe Wien Urlaub gemacht. Und da kam auch das Hurra, die Welt geht unter KIZ-Album raus in dem Sommer. Wild, okay. Wild. Habe ich nicht gewusst. 2015, gut, wilder Sommer. Dann, aber 2016 war nämlich auch ein ganz gutes Jahr für uns, würde ich sagen, weil da fing Mimbim an. Hm. Weil wir hatten das Weekly, wir dachten uns aber so, okay, wir sind da jetzt halt gut bei, aber ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen so, es schlauft jetzt halt, weißt du, man kommt halt mit demselben Bracket immer wieder nicht wirklich voran, obwohl es halt große Momente gab. Ich finde, wir sollten vielleicht mal ein paar große Meltdown-Momente, wenn sie dir gerade mal einfallen. Mein most recognizable Meltdown-Moment. Bitte lass nicht der deine Milchsäcke. Na, bei Eier aus Stahlwolle 8, oder? Ja, ey, Mann! Eier aus Stahlwolle 8. Vielleicht der legendärste Meltdown. Hast du da live zugesehen? Ich weiß nicht. Ja, ich hab's live wir saßen, glaube ich, draußen am Fenster. Ja. Du hast, glaube ich, geraucht oder ja, so. Ja, genau. Und ich glaube, Marius war noch dabei. Der kann sich auch noch daran erinnern, dass er da war. Ja. Ich glaube, wir waren die einzigen zugesehen. Aber es war ein Set. Ophis gegen Baumwolle 8, beziehungsweise Animal Rights, beziehungsweise Ben Wobble 8. Und es war wirklich so richtiger Nailbiter. Ophis, klarer Favorit, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Mit seinem Puff gegen Samus. Game 3. Richtig, richtig knapp. Last Stock, Last Match. Auf Final Destination. Baumwolle bei 100% mindestens, würde ich sagen. Ja. Wird gebackert, geht ganz weit weg. Stimmt wirklich fast. Ja. Alles, was Ophis machen muss, ist noch diese eine Backer da am Rand irgendwo treffen. Und irgendwie nochmal den rausschubsen, so, ne? Und es ist wirklich ganz, ganz da draußen irgendwo so. Baumwolle hat fast keine Chance, überhaupt noch zurückzukommen, ne? Ja. Und Ophis sharkt da so ein bisschen ran, so geht er so, macht ein paar Backers so. Weit unten offstage, unten Baumwolle, rechts. Baumwolle wirklich nur noch seinen Jump über, vielleicht auch seinen Tether so, aber eigentlich keine wirkliche Chance. Ist so an den Bomben irgendwie und was, probiert. Und Baumwolle entscheidet sich in dem Moment einmal ganz kurz so die dicksten Eier der Welt zu bekommen. Rejump, down-aired. Und gewinnt das komplette Set. Und Ophis stirbt einfach von der Down-Air. Wer sieht das kommen? Das kannst du nicht Meteor kennen. Das überhaupt nicht. Und wir sitzen draußen, verlieren komplett unsere Scheiße. Wir sind so... Und dann... Ein Satz! Und es ist eine Legende geboren. Das war 8. So krass, Mann. Eier aus Stahlwolle 8. Eier aus Stahlwolle 8, Alter. Das war so krass, das Ding. An der Stelle, wenn irgendwelche Berliner da sind, können die auf jeden Fall ein bisschen Meltdown-Momente hier reinposten. Ich weiß, fällt dir noch ein großer ein? So ein paar Ophis hat gesagt, er hat den auch gesehen, den Moment. Den Moment, stimmt. Ich hab den auch gesehen. Einer meiner größeren Meltdown-Momente ist tatsächlich, es war ein relativ kleiner Intimer. Wir waren nicht mehr so viele Leute. Es war spät nach dem Noob-Bootcamp. Und wir hatten einen besonderen Besuch. Und der kam aber auch erst, nachdem das Turnier schon angefangen hatte. Deswegen konnte er nicht mehr mitspielen. Captain Jack aus Japan war im Meltdown. Ja, ja. Und ich hab gesagt... Dicker, wir müssen unbedingt... Und ich kannte ihn vorher schon, weil ich ihn in London mal getroffen habe. Und ich glaube, in Norwegen auch. Also, ich habe auch in London mit ihm geteamt und wir haben uns halt voll gut verstanden. So. Und ich meine so, Dicker, wir haben noch nicht einmal ein Set gegeneinander gespielt. Lass bitte ein Money-Match spielen. Also, lass für Bier spielen, weil ich will eh Bier trinken, so mäßig war er so. Ne? Und ich so, ja, Dicker, lass Bier-Money-Match spielen. Best of five, so, ne? Er so, ja, okay. So, Gewinner holt Verlierer holt die nächste Runde für beide, so mäßig, ne? Und... Ich hab ihn komplett gefickt. Also es war Game 5 und in Game 5 habe ich ihn geforstockt einfach. Und er guckt mich so an, er so. Oh man. Und es war einfach alles, was er gesagt hat. Er war so richtig hyped die ganze Zeit, weil er ist ja auch so super hyper, so, ne? Du hast gegen ihn mal gespielt? Tatsächlich höchstens ganz kurz in Japan. Okay. So ein paar Matches. Da meint er so,
you're really good. Und dann war ich so, okay. Und dann habe ich mir später eine Mail geschrieben, ob er mich sponsern will. Ja. Und dann meinte er so, nee. Nur Japaner, Baby. Nur Japaner. Und er ist halt immer so richtig hype, aber ich bin ja so. Also er lässt sich auch wissen. Er ist so oldschool, so, er lässt sich wissen, wenn er nicht gefickt hat. So, wenn sie, also so, did you see that, huh? Ja. Did you like that? So ist er, ne? Und dann original, er hat nichts mehr gesagt. Er so, oh man. GG's. Weißt du? Und dann haben wir uns umarmt und er hat Bier geholt für uns beide. Finde gut. Ja, das war auf jeden Fall einer meiner größten Momente, weil gegen den Mann, den ich halt so, der spielt halt länger, als ich denken kann. So, ja, ne? Voll. Ey, keine Ahnung. Aber das, gegen den halt ein Set zu gewinnen, so. Das ist ein Meilenstein. Ich glaube, das auch, damit ist die Armada-Nummer wahrscheinlich ziemlich niedrig, oder? Hat er mal Armada? Hat er mal Armada? Ja, hat er. Ich glaube, das ist so eine Armada-Cheat-Zahl. Hat er bei, ESA 2, glaube ich. Ja, okay. Das ist jetzt Zweiter geworden. Und dann war der Dritter. Aber mir ist gerade tatsächlich noch eine Meltdown-Geschichte eingefallen. Irgendwann in dem Zeitraum, wo ja halt die Noob-Bootcamps wirklich ein großes Ding waren, betrat ein Bollwerk eines Mannes das Meltdown. Oh. Es war Fast. Den haben wir vor... Fast? Das letzte Mal wurde er vor wirklich vielleicht 5 Jahren gesichtet oder so. Ja, na, wobei, er war bei einem TSU. Okay, das wusste ich gar nicht. Das war das, wo er ging. Nee, das war das spätere TSU. Das war erst spät 2016 irgendwann. Und er betrat halt irgendwann das Meltdown und hat wieder angefangen zu spielen mit einem Falco, der wirklich. Okay, ich bin biased. Anti-Falco biased, aber der Falco war zum Kotzen. Fast war auch. Das war, der hat mich die er ersten, war auch nie gut. Die ersten 2 Male hat er mich damals besiegt, weil ich wirklich krasse Probleme hatte. Aber ich muss ihm was lassen. Dazu habe ich, von ihm habe ich, glaube ich, gelernt, wie man, von ihm und Baumwoll habe ich gelernt, wie man Buffer Spot Dodge punished. Weil das ist der Schlüssel, um die beiden zu besiegen gewesen damals. Hast einfach gewartet, nachdem du sie gethrowt hast und dann haben sie Spot Dodge und hast sie genied. Und ja. das ist die einfachste Sache der Welt, gefühlt. Ja. Aber du musst da erstmal so ein bisschen hinterkommen und da so das Timing hinkriegen. Das war nicht, ich hatte so sehr lange Probleme damit aus irgendeinem Grund. Und dann habe ich halt einfach nicht mehr gegen ihn verloren. Weil es war halt wirklich. Es war so ein Ding, also Laser geschossen, eine schlechte Aerial gemacht, du hast ihn gegrabt, er hat irgendwie getaggt, Spot Dodge und dann hast du ihn genieden. Das war der komplette Gameplan. So. Das war vielleicht auch ein bisschen schädlich, weil ich habe dadurch halt die ganzen schlechten Falcos besiegt, aber halt auch keinen guten Gameplan gegen andere Falcos, die besser waren als das entwickelt. Ja, was dich jahrelang noch verfolgen sollte. Das stimmt. Mittlerweile geht's. Ich bin sogar eins meiner okayeren. Ja, du bist wirklich ganz gut gegen Falcos. Ich bin mittlerweile ganz gut geworden. Aber, Fast ist ein Mensch, wo wenn du halt eben da stehst und halt jemanden anfeuerst. Und das war halt eben ein Noob-Bootcamp-Ding, dass man die Noob-Bootcamp-Regulars, seine Freunde, weil man halt einmal die Woche mit denen gesoffen hat, dass man die halt dann auch anfeuert. Oh, wenn dann Fast so ein, hat das gehasst, wenn man... Wenn dann so ein Plantagenkönig da steht und du willst halt, dass er sein Upset macht, dann bist du da für Plantagenkönig. Na, selbstverständlich, du bist sowieso für einen Plantagenkönig. Und weil der einfach ein Geiler ist. Der hat auch geile Dinge getan. Damals. Das ist so ein cool geil Fox gewesen. Ja. Und, da war ja irgendwie häufiger mal das Ding, dass man dann halt gegen Fast auch gecheert hat, eben für die andere Person. Und er halt häufig wirklich sich so umgedreht hat und so auch wirklich ein bisschen aggressiv dann Leuten gesagt hat, so, yo, hört mal da jetzt auf mit. Ja. Und es kam dann irgendwann auch dazu mal, dass er halt dann 1, 2 Leuten so gesagt hat, so, ey, wir können das auch draußen klären. Und das geht halt natürlich für eine Smash-Turnier überhaupt nicht. Und das ist auch, glaube ich, ein Moment, den ich nicht ganz aus meinem Gehirn so rauskriege, so, weil halt, stell mal vor, ich als Community-Mitglied, ich bin winzig. Ja. Fast ist so 1,90. Du musst dir vorstellen, Konsti steht gerade. Warte mal. Also der größte Unterschied zwischen Fast und mir war wirklich halt so. Der könnte halt wirklich so mich einmal schubsen und ich würde so zurück zum Hermannplatz so einmal die Treppe runter. Und ich säße in der U7. Ich säße, oh scheiße, das war mir... Nicht mal in der U8, ne, wirklich, ich würde noch die zweite Treppe runtergehen. Genau. Und... Ich musste dann ihn irgendwie maßregeln. Ich bin dann rausgekommen, ich war so, Dicker, du kannst nicht Leute bedrohen. Weißt du, das ist ein Spiel. Wir versuchen hier Leute anzufeuern, so das ist einfach Teil der Competitive Atmosphäre. Vor allem, dass du ihm das erklären musst, der Typ hat 2007 gespielt. Ich finde 2007 Leute, ey, das Problem hatte ich ja später mit JP nochmal. Oh Gott, ja. Wir reden nicht drüber. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein großer Moment, weil ich da halt, das war auch eine der Momente, wo ich so ein bisschen, glaube ich, so meine partial social anxiety so abgelegt habe. Wirklich einfach so richtigen Extro-Moment hatte. Ich war so, Dicker, das kannst du nicht machen. So, ich hatte halt ein bisschen Angst auf jeden Fall, aber ich war so, ey, pass auf, mach sowas nochmal so, noch ein paar Mal so und dann bist du halt raus. Dann weißt du,
zur Not müssen wir dich bannen, wenn, ja, wenn das sein muss. Ja. Und dann wurde es auch besser. Wir sind auch nicht auf ihn angewiesen, sondern andersrum. So, wenn er, wenn genau, er genau spielen will, ja. Und dann würde ich sagen, größtenteils. Er hat sich halt immer noch manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn Leute da gegen ihn waren oder generell gecheert haben. Aber größtenteils war es wirklich ganz, ganz nett. Und ja, dann war es auf jeden Fall auch angenehmer mit ihm. Ja, und das war auf jeden Fall auch so eine Meltdown-Geschichte. Die Irfan hat gesagt, sein Lieblings-Meltdown-Moment war, Dennis nur noch gepop-offed ist nach jedem Set. Er spielt auf dieses Mimbim an, wo ich im Losers jeden besiegt habe. Ah, ich weiß nicht. Das war ein krasses Mimbim auf jeden Fall. Das war, glaube ich, Mimbim 7 oder so. Da war Maxi auch da, ne? Kann das sein? Ja, ich hab Maxi auch besiegt. Ja, ja. Das war, da habe ich gegen Maxi. Da habe ich gegen Maxi verloren, auch im Pool. Ah, okay. Das wäre auch so ein erster großer PR-Win für mich gewesen. Ah. Und ich war so ein bisschen sad. Und ich habe dann am Ende, war das nicht auch das Turnier, wo Zenu so richtig gut gespielt hat? Nee, das war ein anderes. Mir ist es neulich aufgefallen, als ich die ganzen Mimbims in unser Glicko eingetragen habe. Mhm. Es gab zwei Mimbims, wo ich jeden besiegt habe, also wo ich so gespielt habe. Ich wusste nicht, dass es noch ein anderes gab, aber dann habe ich so gesehen, ich so, stimmt, da hatte ich auch den insanesten Run einfach. Aber das, was Irfa meinte, da war er auch da. Da war nämlich Dings, da waren Robert und er nämlich da und da war Robert auch in meinem Pool. Ja, ja, das war da, wo ich nicht aus Pools gekommen bin. Ja, genau. Weil die ganzen Münchner da waren und dann habe ich in Pools Münchner, gegen, wer war denn aus München noch da? Also Robert war da, also halt ist die der Bayern. Und dann, nee, der ist kein Münchner, aber ich glaube, warte mal. Fuck, wie hieß der denn? Weil Levi und eins der und so, die nee, waren Levi und eins der auf keinen Fall, aber... Und Showbiz. Der Showbiz war da, oder? Ja. Showbiz und sein Bruder, wenn ich mich nicht irre. Oder wer war Showbiz' Bruder? Showbiz hatte doch einen Bruder, der auch gespielt hat. Ich weiß nicht. Die waren beide ganz gut. Oder war Showbiz der Einzige? Auf jeden Fall war das so ein Ding, ich habe glaube ich, gegen Showbiz sogar verloren in Pools. Und dann waren wir... Nee, warte mal. Kommt das zusammen? Ich weiß nicht, das kriege ich nicht mehr zusammen. Gegen irgendwen habe ich halt verloren in Pools und war so richtig so down. Es war Dimsum. Dimsum und Däumling in meinem Pool. Ja. Und da war ich schon so auf der so, ich könnte Däumling besiegen Schiene. Voll, da stimmt. Damals hat es wieder schon diese Money-Matches. Ich weiß noch nicht, ob ich eins gewonnen hatte zu dem Zeitpunkt, aber es war so richtig knapp. Das letzte war dann Game 5, Money. Das erste war, hat er dich 3-0, dann war es ein Game 5 und ab da hast du nur noch gewonnen. Irgendwie. Nee, ich habe glaube nur 2 gewonnen am Ende. Wir haben es nicht über 6 hinausgeschafft, aber ich habe 1 oder 2 gewonnen. Aber zum Ende war es wirklich halt so super knapp immer. Mm. Und dann ist mir, genau, da war ich so, okay, weißt du was, das ist ein Pool, Dimsum war ewig nicht da und ich bin jetzt besser. Mm-hmm. Ich kann diese Falkos besiegen. Ja. Und Däumling. Ja. Und ich kann den auch besiegen. Also ich kann in diesem Pool Erster werden. Und dann gegen Däumling verloren, gegen Dimsum verloren. Nee, gegen Däumling und Dimsum. Ja, okay. Und dann bin ich halt nicht aus Pools gekommen. Ja. Und dann war Showbiz halt auch im Bracket. Und da weiß ich noch, dass das so halt so ein richtig so chancenlos, einfach so Nine-Stock oder sowas einfach. Halt so, keine Ahnung. Das Aufsteigen war so, ja, okay. Und dann, im Amateur-Bracket dann. Ja, ja, ja. Im Amateur-Bracket war halt so ein bisschen so, was mache ich mit diesem Win jetzt hier? Ja. So, war halt, aber wenigstens konnte man dann halt schimmern noch Eier auf den Tisch hauen und sagen, das ist jetzt, ich hätte es verdient gehabt. Das ist jetzt passiert. Ja. Aber Schub ist auch ein Lieber auf jeden Fall gewesen immer. Ja, voll. Aber ja, das Mimbim halt auch große Ehre einfach. Also voll. So viele coole Runs. Ja. Da habe ich bei dem Mimbim, wo Irfan und Robert da waren, da habe ich im Pools gegen Stevo verloren. Mhm. Und habe dann halt im Bracket gegen alle gewonnen auf einmal. So. Da hatte ich so Kevin erste Runde, weil Kevin im Pools gegen Basti gewonnen hat, glaube ich. Ja. Und dann habe ich so gegen Kevin, und original so nach dem letzten, es war Game 3 und es war so Last Hit und ich habe irgendwie so geklatscht und er guck mich so an, er so, das hast du jetzt wirklich verdient. So, also, du hast so die Nerven behalten. So war er so, ne? Und ich geil. So, okay, Digga, weil Kevin eigentlich immer so mad ist, so, ne? Also, ja. Er gönnt einem natürlich so, aber erst, wenn er verliert, ist er eigentlich erstmal so, was soll die Scheiße jetzt hier, so, weißt du? Aber da war ja so richtig, ja, das war auf jeden Fall cool. Ich habe auch, also ich glaube, wir gehen gerade so Mimim so ein bisschen grob durch. Ja, ja. Also, weil ich glaube, das macht auch keinen Sinn, sich jeden einzelnen Bracket normal so anzugucken. Ja. Aber mir fällt auch eine gute Sache nochmal ein. Es gab ja mal eine Zeit, wo gerade ich halt dann on the rise war, weil ich halt, da war, habe ich die Noob-Bootcamps immer gewonnen. Mhm. Oder ich glaube, damals hieß es noch Noob-Bootcamps sogar. Ja. Jedo kam, glaube ich, ein bisschen später erst. Ja, ja. Habe ich die Noob-Bootcamps halt immer gewonnen, weil außer du warst mal da oder Kahn war mal da, aber das war, glaube ich, eher so eine Seltenheit. So, das war so einmal im Monat. Es gab halt voll viel. Ich bin eine Zeit lang zu jedem gekommen, relativ früh, und da haben wir immer Grands gespielt. Aber da gab es dann auch irgendwann, glaube ich, noch keine Preise, ne?
Mhm. Und da hast du häufig den. Weil irgendwann nee, doch, es gab Gutscheine. Irgendwann haben sie einen 10 Euro Meltdown-Gutschein, weil das, da habe ich nämlich gerade angefangen zu trinken. Und dann bin ich jede Woche ins Meltdown mit 5 Euro gegangen und habe mich mit diesem Gutschein richtig weggeschossen. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe am Anfang bei den Loot Bootcamps habe ich alle gewonnen, weil halt niemand da war, der so irgendwie so. Also keiner von den so guten Spielern da war. Ja. Und wir haben eigentlich meistens Grands gespielt. Und ich habe immer von meinem Gutschein für jeden, der ein Match gezogen hat, einen Shot für den gekauft. Ja, das habe ich immer auch gemacht. Häufiger gemacht, ja. Genau. Ey, das war so toll. Auf jeden Fall habe ich halt eben super viel gespielt. Ich habe gegen dich auch, glaube ich, angefangen, langsam so ein, zwei Mal Match, so Sets zu gewinnen. Ja. Und wurde so langsam halt eben so ein bisschen so sicherer. Und dann hatte ich bei einem Mimbim meinen ersten Win gegen Nick. Und das war auch so ein Long Time Coming. So, ey, endlich habe ich das. Das ist so ein richtiger Meilenstein. Das ist auch so ein Gatekeeper gewesen eine Zeit, ja, würde ich sagen. Hab ja davor schon irgendwann so bei den TSUs dann irgendwann angefangen, so gegen Liver und Phil zu gewinnen, wo auch so super viele krass knappe Sets immer waren. Mhm. Aber ich glaube, so die witzige Sache dabei war halt wirklich, ich habe gegen die allermeisten von denen immer verloren, dann einmal gewonnen und dann nie wieder verloren. Ja, ja, voll. Ja. Das passiert mega oft. Ey, wirklich. Und ich schwöre, das passiert mega oft. Ich glaube, da poppt auch, glaube ich, nochmal eine mentale Barriere. So, weil ich glaube, vor allem bei so denen wusste ich halt vorher schon so, ich bin besser als die. Also das klingt jetzt ein bisschen dumm. So. Ja, ja. Ich glaube, es ist so ein Ding von so, ich weiß ganz genau, wie ich die besiegen kann. Ja. Ich habe das alles drin, aber ich verkacke dann so kleine Situationen und dann verliere ich so noch ganz knapp. Und ich glaube, sobald diese mentale Barriere von so, ich muss die jetzt einmal besiegen, sobald die weg ist, kannst du richtig drauf scheißen. So. Ey, mein ganzes, ich denke schon die ganze Zeit immer, ich bin besser als alle, was wollen die von mir? So, ey, keine Ahnung. Mentale Barriere einfach, seit 15 Jahren einfach. Ich glaube, da gehört viel zu, ja. Aber, lass Dings, wenn wir fertig sind, das zocken, Alter. Ey, können wir machen. Ja, ich hab meinen Controller extra. Hast du bei? Ja, klar. Oh, let's go! Wir müssen die mal schnell wrap up. Chat, Dankeschön, war lieb mit euch. Wir müssen auf jeden Fall die Ära noch kurz zurück. Ja, natürlich, alles gut. Auf jeden Fall habe ich dann Nick das erste Mal besiegt. Ja. Und wir hatten dann ja das PR, wo wir auch das Combo-Video zu haben, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ich habe mir das letzte Mal angeschaut. Das Combo-Video, wo mit der Musik, mit der irgendwie, was war das? Big Dick Energy? Nein. Okay. Das mit dem Song von Ali W. Oh! Das Ganze, also das war richtig lang her, Das war richtig, hab ich geeditet. Sehr so Movie Maker-mäßig. Du könntest es gerne auch nochmal anschauen gleich. Ja, paar gute Kombos dabei eigentlich. Also Victor hat einfach keine Kombos gehabt. Das war sehr schwierig. Und ein paar von den Sachen sind auch einfach keine kompletten Kombos so. Und ich hab dann halt, damals war dann halt so, okay, keine Ahnung, das war auch so ein Ding, wo ich war mir super sicher, dass ich Nick besiegen kann, so, und ich hab den Win jetzt, ich hab auch ein paar andere Wins, und dann rank ich mich jetzt über Nick. So, ich fand, das war auch diskutabel, so. Und dann hat er sich so krass drüber aufgeregt und mich so auf Twitter gecallout, aber halt nicht so geaddet, sondern so richtig so gesubtweetet, so, ey, wenn du denkst, du wärst, du hast einmal gewonnen und jetzt, danach habe ich tatsächlich wieder nicht mehr gegen ihn gewonnen, nicht mehr gegen ihn verloren. Das war auch ein bisschen so, aber, da war ich 10. auf dem PR, das war verrückt. Musik anmachen? Ist schon an. Okay, ey. Den Song hat Ali W gemacht. Die Kombo ist sick, Alter. Billy McBillig, Alter, bei das dir die, zu Hause. Ja, mit dem Versace auch noch. Die war auch geil hier. Boah. Oh. Achso. Hey, warum guckt man so? Ah, shit. Ah, ist lag. Vielleicht auf 720p. Ja, so. Das ist, weil wir streamen gleichzeitig. Ich drop die ganze Zeit Frames, Digga. Wir haben 9,7% aller Frames gedroppt, Alter. Tut mir leid. Immer von vorne. Ey, Mann, ich hab mir richtig Mühe gegeben mit meinen Kombos, okay? Bin ich überhaupt drin? Ja, klar. Okay. Deine Kombos sind ganz, ganz alte, die du mit Fabio aufgenommen hast. Und ich hab alle von meinem Stream. Alle vom selben Tag so gefühlt. Ja. Ey, das war ein bisschen nice. Du stehst auch, da steh ich immer damit so. Genau das hast du auch da gemacht. Ja. So. Und rechts von mir steht, glaube ich, Kahn. Ja. Und hinterher hat er noch einen Kommentar gesagt. Also, lass die nicht wissen, dass das cool war oder sowas. Geil. Weil ich guck auch so zur Zeit und bin so, boah. Das ist auch super cool. Dicker, so. Okay, 480p. Ey, 480p, it is, Alter. Runter. Wir gehen runter. Ey, es ist 2016, da waren die Videos noch so. Boah. Ich glaube, das wird auch die Qualität nicht schlechter machen. Bro, was ist das? Okay, jetzt reicht's aber. Es lädt immer noch scheiße. Dickerchen, geh mir auf die Eier, was ist das? Chat, was passiert dir? Jonas, hilf mir. Ey, Heide war da und ist schon wieder weg. Tschüss. Okay, ey, schön, dass du da warst, Heide. Auf jeden Fall. Nick ist imperfect, nicht Nicky. Nick imperfect. Ja. Aber da habe ich auch meinen einzigen Nicky-Win bis dato gehabt.
Bei einem Mimbim. Ich habe auch bei einem Mimbim, glaube ich. Wo er ankam und so große Prodigy war und ich war ja auch ein bisschen gerade so on the come up und dann war so, ey, Hannover oder Berlin und ich habe ihn dann besiegt, aber mit einem SD auf seinem letzten Stock bei so Last Stock. Hätte er das gewinnen sollen, glaube ich. Und ich war so ein bisschen so, ja, Mann, okay. aber ich habe, glaube ich, da schon mal gesagt, ey, sorry, das war dumm. Aber das ist auch geil. Guck mal so. Er wollte mich, Tomahawk, nein. Oh. Wieso? Warum macht es das? Das macht es aus irgendeinem Grund voll oft. Ey, voll cool. Ja. Tomahawk Grab? Ja, das hat er immer gemacht, stimmt. Das war schnell ist die. Die Nick-Kombos auch ein bisschen so, ich fand, da hätte er dabei sein können. Oh, sorry, die Kombo ist so geil, oh mein Gott. Und die anderen war ich so ein bisschen so, die ist halt so, F-Tilt. War das, ich glaube, das war bei mir. Ja? Ich glaube, das ist Mainstream. Okay, die war noch geil. Ey, die war bei mir zu Hause, die war auch gut. Guck mal, ich dachte, das Hochbett. Oh. Das ist verrückt, oder? Ja, Mann. Oh, Victor? Victor sind einfach keine Kombos. Das ist die einzige Kombo und die killt nicht. Ich hab immer schnell rausgecuttet. Das killt auch keine nicht. Keine Kombo oder aber was? Das, drei Hits. Das killt auch nicht. Ich musste auch rauscutten. Also ein bisschen so, okay, er redesigned me, aber die hat keiner noch viel gemacht. Ja. Dann habe ich rausgekriegt. Aber weißt du, als Arthur noch siebter war? Verrückt. Weißt du, als er noch siebter war? Das war ein Digga. So, Digga, Back Air. So, ja. Oh mein Gott! Die war auch krank. Erinnerst du mich da? Ich saß daneben, glaube ich. Ja. Das war bei denen in der WG, ne? Das war bei Liver. Ah, bei Liver war das wie heißt das? Spandau. Die? Ja, Mann! Oh mein Gott, ja, Mann! Guck mal, wie Arthur danach so blablabla. Ja, das ist richtig einfach am wahnsinnig werden. Er hat selbst nicht verstanden. Das war das letzte PR, wo ich über Khan war. Ey. Danach hatte Khan seinen übertriebenen Glow-Up. Gegen Marius auch so. Ja, er macht gegen Marius die Marius-Kombo. Bip, boop, bip, bip. Ja, ey, voll, ne? Marius lächelt auch, glaube ich, hinterher so ein bisschen. Ja. Ey, ich freue mich so, dass Marius inzwischen gut ist. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, so, er wird doch irgendwann wohl, wird er wohl mal gut werden die jetzt, oder nicht? Die war auch krass irgendwie. Der Schein am Ende ist crazy. Aha. So. Irgendwie das... Okay, ja. Super cute einfach. Das auch mega. Ey, keine Ahnung, richtig viele davon sind bei mir halt gewesen. Ja. Es sind super viele Kopf. Ja, ja, er hat den... Die gegen Jonas, ja. Ey, stimmt, die ist gegen Jonas. Die ist voll nice. Weil ich die ganze Zeit den Sprung springst, noch hatte. Du springst immer noch auf. Ja, Mann, ich mach den übertriebenen Pop-Off, weil ich dachte so, Alter, ich hab den Sprung noch und jetzt... Yes! Ich glaube, gegen Fabi ist auch immer das Gleiche. Du hüpfst immer so ein bisschen rum auf dem Bett. Das war meine Couch. Das ist immer noch, auf der Couch sitzen wir gerade. Ey, wow, krass. Ja, nur in der alten Wohnung. Hier lachst du, glaube ich, noch so ein bisschen? Ja, genau so. Und beim letzten, da poppst du so ein bisschen auf. Ah, ah. Die ist auch nice. Hey, ja, Mann. Ah, du, okay, da doch kein Pop-Off. Die Hans-Kombos. Hier hatte einer, die nicht killt, auf jeden Fall. Ja, ja. Die hier war. Ne, die killt. Die sind alle gegen Wollocks übrigens. Ja. Außer die hier gegen eins der, aber der amerikanische. Ja, genau, ist nicht der eins. Die halt voll geil ist, aber dann macht er das. Ich liebe übrigens die Deutschlandflagge hier. Voll, ne, die war die so falsche Deutschlandflagge. Die ist so funny, Dicker. Ey, wow. Das ist so peak amerikanische. Ja, ich schwöre. Die ist so geil, aber hier. Was? Ey, das ist komplett verrückt. Ah, das ist gegen Kell, nicht gegen Wollocks. Ach, so kannst du gegen Kell war der Mitbewohner von Dings, von Parsi, glaube ich. Ah, okay. Oh mein Gott, Luma. Ja, Bro. Das ist auch, ey, ich check's so, nicht so. Zack, Alter. Er ist so geil, ne? Er hat sowieso, ich glaube, er hat nur Kombos gegen Mustafa. Ja, ich glaube, alle, weil er keine anderen Sets gegen andere hat, so. Ja. Irgendwie. Wir haben ihn immer im Grand Final gegen Mustafa gelassen. Ja. Blablab. Oh. Luma, ey, komm zurück, Dicker. Ich will dich spielen sehen. Die Dusan-Kombo ist auch krank. So gegen Mustafa, glaube ich. Oh, ich erinnere mich daran. Das war. Ja, Mann. Ja, ja. Ich erinnere da mich an das Set. Käse im Hintergrund kriegt seine Chic. Er kriegt so richtig so einen Chic-Moment einfach. Guck mal, der Raste kommt raus. Ja, Mann, Chic. Da sind wir alle auch voll durch. Das war richtig krass. Ey, das ist auch gut. Er macht richtig gerne Nadeln hier. Das ist schon mal cool. Dreht sich um, noch eine Nadel. Ja, und da jetzt, noch eine Nadel. Und noch eine, ne? Nee, okay. Aber die sind geil. Das ist auch absolut verrückt. Super schlechte Recovery von mir auf jeden Fall. Ja. Das ist dumm einfach. Aber muss man. Und er auch völlig unnötig. What? Okay. Ey, ah ja. What is the movement, Ice? Ey, das musste man reinpacken. Ja, also, ja. Das war auch zu der Zeit, ne? Das war auch verrückt. Oh, das war zu der Zeit. Die habe ich live mitgesehen. Die war auch geil. Stimmt, da rennst du noch auf aber, die Bühne. Aber da haben sie die Deutschlandflagge gefixt. Ja, genau. Die, nach dem Set rennst du auf die Bühne, ne? Ja, genau. Ja. Ey, das war verrückt. Oh, ey, stimmt, da hatte Reaper das Set gewonnen in Rants. So, nee, hat er nicht. Das erste.
Also das ist schon das erste schon, ja. Ja. Aber das, die Kombo war generell einfach ganz cool, dieser Schein hier und dann unter der Fähr durch. Ja, oh. Mann. Oh, und dann gucken wir mal. Hier ein bisschen. Hiro. Okay. Hiro kommt auch dazu. Hiro kommt dazu. Strawstream als Nicht-Berliner, das war ein großes Ding, so, dass er halt, ja, weil er so viele Turniere mitgemacht hat. Ja, voll. Dass das so ein weil es in Greifswald halt nichts gab, ne? Ja. KP666, der YouTube-Star, ein stetiger Begleiter einfach. Da war Liver von seinem Gatekeeper-Shit jetzt aber langsam abgelöst. Liver war eigentlich hier so. Ja, ja. Und dann hab ich ihn halt erstmal abgelöst. Banane und Thürer. Ja. Thürer war damals auch in Berlin. Stimmt auch, ja. Richtig geil, Alter. Das war noch das Zeiten, war. Thürer war eine Zeit lang auch so ein Nemesis, so. Racket-Nemesis. Für dich, ja? Ja, ja. Krass. Ey, geil, Hiro, ey. Stimmt. Hiro, comeback einfach. Ja. Achso, ihr seht es gar nicht. Auf 11 ist Thürer, auf 12 ist Banane. Okay. Reaper hat Winners Final gewonnen, so war das damals. Ja. Ah, ja, das kann sein. Das stimmt, dann waren alle Berliner auch weg. Ich war der Letzte, der ihn noch so anfeuern konnte. Ja, ja, genau. Ey, verrückt. Okay, ja, das war die Dings, das war die, Post-Helix-Meltdown-Era, da gab es auch eine Menge TSUs noch. Ey. Da war zum Beispiel das erste TSU, wo ich gegen Khan verloren habe und seitdem... Das war dann das von mir organisierte TSU, glaube ich. Das kann sein. Das war auch auf der anderen Seite, glaube ich. Das war das, nicht in den... Ja, ja, das war das Tennis-TSU. Das war das, wo Fast sich nochmal aufgeregt hat, weil er gegen Effi gespielt hat. Oder das war das, wo wir... Genau, wo er dann so wirklich sauer war und wir dann halt eben gesagt haben, okay, wir wissen, das ist Respekt, aber wir werden trotzdem noch für Iffy so feiern. Und dann, ab dann, nach jeder Situation saßen wir dann so. Ja, Mann. Ja. Ey, gute Zeit. Das war eine krasse Zeit. Das war auch so ein Zwei-Räume-TSU. Ja, genau. Da gab es dann so einen Raum und den anderen Raum. Da gab es einen Raum fürs Amateur-Bracket, eins für die großen Jungs. Ey, Big Boys. Wie wir es gemacht haben. Das war auch verrückt. Ey, aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen glücklich, dass, weil ich glaube, das waren so die letzten Turniere, wo man TVs für hätte fahren müssen. Wir hatten dann unseren Vault im Meltdown. Mhm. Gleich kommt noch, ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen, die Pandali-Turniere. Die kamen 2017 dann. Stimmt, das können wir heute auch noch besprechen, ja, die Pandali-Turniere. Wollen wir das machen? Stimmt, da gab es, glaube ich, eins, wo ich so einen Run hatte. Ich glaube, das war das. Das hast du mich das eine Mal noch besiegt. Ja, true. Richtig? Aber das war nicht das, wo ich den Run hatte, glaube ich. Weil das war das, wo Fex den Run hatte. Nicht Hans, sondern Fex aus Südwest. Ah, oh das Gott. War so insane. Das ist auch verrückt. Der einfach alle besiegt hat. Der hat Arthur der und Dusan mich hat er auch geknallt. Besiegt. Ja, das war so bescheuert, Mann. Und Basti, glaube ich, auch, wenn mich alles täuscht. Das war ganz verrückt auf jeden Fall. Ey, das war... Es gab noch eins, wo Kevin einfach in Pools, also Kiwi, ja, war in Berlin, hat in Pools gegen Beat Josh verloren und in Bracket dann Khan besiegt. 3-0 Comeback. Ey, verrückt. Auch völlig verrückt, Mann. Ich lieb's komplett. Ja, Mann. Aber... Genau, dann hatten wir... Das krasseste an den Pandali-Turnieren übrigens. Ja. H2 Overdrive. War das dieses Ballerspiel? Nein, Mann. Das war das Jetski-Rennspiel, was ich jedes Mal gespielt habe. Wow. Ich habe so viel in diesem Automaten gesessen, Alter. Ich muss im Nachhinein ein bisschen sagen, die hätten coolere Arcade-Spiele haben können. H2 Overdrive? H2 Overdrive. Premium. Aber dann ich hatten die halt so. Also ich hatte ja das goldene Jetski irgendwann. Ich habe alles durchgespielt. Die hatten das Trommelspiel, hatten sie? Das war geil. Ja, voll. Die hatten diese eine Booth mit dem Space Invaders-mäßigen Spiel. Mhm. Dieser, ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt, aber das war noch ganz gut. Aber dann hatten die halt so, okay, Initial D ist ganz cool, aber ich glaube, das macht auch nur richtig Spaß, wenn du so progressen kannst. Und ich weiß nicht, ob das ging, weil normalerweise hast du so Karten dafür, wo du deine Daten speicherst. Ah. Und ich glaube, da war das Ding einfach, du musst es jedes Mal neu anfangen. Und ich finde, das bietet so komplett den Sinn von den meisten so Arcade-Games, dass du ja, nicht ja. wiederkommen kannst. Ja, voll. Ja, Pandali, auch bekannt als Lucy, war damals, glaube ich, deswegen in die, oder ist immer noch, weiß nicht, ob die noch in die Smash-Community involviert ist, die war mit Sodrek richtig dicke irgendwie. Die waren ein Paar sogar. Und Sodrek war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat er Smash 4 gespielt, weil da gab es Smash Ultimate noch nicht. Mhm. Und er war ein Riesenfan von Smash 4. Er mochte das voll gerne. Er mochte nur Ultimate nicht. Er liebt alle Smash-Spiele außer Ultimate. Ich verstehe es komplett. Ja. Ich bin auf Sodreks Seite. Vielleicht außer die Brawl-Meinung, aber das ja. ist... Ja, aber er hat Brawl geliebt. Und Brawl war auch mad technical. So. Fox und Brawl, sein Fox war halt... Ja, er hat Sachen gemacht, das kann kein anderer Mensch so. Verrückt. Das ist so bekloppt, Mann. Komm nicht auf klar. Aber... Und jedenfalls waren diese Turniere von Pandali organisiert. Und die waren in einer Arcade-Venue. Und so eine Arcade-Venue die alte Computerspielemaschinen, so, ne, wo du dich so reinsetzt. Computerspielemaschinen. Arcades, Dicker. Und Ovis hat gerade gesagt, die Venue wurde offenbar von Betrügern betrieben. Deswegen brach das ab. Wow. Gut zu wissen. Andererseits, ich bin mir auch 100% sicher, dass das einfach gescheitert ist, weil es ein schlechtes Konzept war. Weil der Sinn von einer Arcade ist, dass du hingehen kannst, 2-3 Euro verballerst und eine Stunde Zeit und Spaß hattest. So. Mhm. Und nicht, dass du da hingehst, 20 Euro zahlst, um da reinzukommen. Und dann so
mit so rechteckigen Augen rauskommt. Das ist, klappt ja nicht so, weil du hast einfach nach einer Stunde keinen Bock mehr. Es ist zu anstrengend, es ist laut, es ist halt voll viele so grelle Lichter so. Das ist so ein Ding, das machst du einmal und dann nie wieder halt. Krass, das ging mir nie so. Ich fand's immer geil da. Aber das war auch, weil du nebenher halt Smash-Studio gespielt hast. Ja, ja, klar. Ich glaube halt, stell mal vor, du müsstest da rein und einfach den ganzen Tag da halt verzocken, weil du denkst, ey, ich hab jetzt 20 Euro. Achso, wenn du wieder rausgehst, dann ist dein Dings verflogen. Nee, das nicht. Ja. Du konntest schon wieder rein. Achso, aber weil es so teur ist. Aber es ist halt einfach 20 Euro und dann willst du dann nicht einfach eine Stunde. Das war ein normaler Eintritt für Leute, die haben. Ja. Das wusste ich nicht. Ziemlich sicher, ja. Das ist richtiger Trash. Ey, das war ja ziemlich kacke. Ja, das ist richtig scheiße. Keiner klaut sie halt. Ach so. Ja, da wurden offenbar Fernseher geklaut von Lucy. Na gut. Wow, okay. Verrückt. Aber ja, für uns waren die Turniere auf jeden Fall geil. Da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Connection, was wir eigentlich nie haben mit der Smash 4 oder jetzt Ultimate. Die ist dann da wieder ein bisschen abgebrochen. Obwohl, wir haben jetzt ein paar Ex-Ultimate. Ja, Smoosher. Ja, wir haben Miles. Der dreimal da war. Geil. Gale haben wir, ja. Also, Smoke. Nee, warte, Miles, Giles. Gale. Ja? Ja. Mhm. Sodrek? Geilek? Der war einmal da auch, ja? Fair. Er hat gesagt, der Smash-Traum ist für ihn gestorben mit Smash Ultimate leider. Fair. Er ist jetzt Spieleentwickler und möchte, und das ist jetzt sein Lebenskonzept. Sein Job. Finde gut. Support ich. Voll. Ja, genau, das ist so, wer denkt sich, ja Mann, ich war jetzt Harlemweg und laufe 20 Minuten, um Age of Overdrive zu spielen. Das denkt sich keiner. Ey. Ich habe mir das einmal im Monat gedacht und ich war sehr glücklich damit. Ja, okay, aber du hast auch nur eine Stunde davon gespielt, oder? Am Ende? Ey, ich habe sehr viel H2 Overdrive gespielt. Ein gutes Bild ist entstanden noch. Dieses, wo ich mit Anna, wo ich mit Anna dieses Gun-Game gespielt habe mit den Zombies. Ja, ja, ja. Und wir dann halt dieses Ding gemacht haben. Ja. Und dann gab es ja noch ein Bild von, von King Funk, wo er so mit einer Knarre steht und so macht. Ja, ja. Und ich weiß noch, dass wir das gepostet haben und Johnny Fight hat so darauf geantwortet, so at King Funk, so show them the picture, so. Und er hat einfach mit so, sigh. Okay, hier, so. Er hat so richtig genug davon. Ah, geil. Ey, das war so wild. Ja, Shoutouts an Swedish, der auch da war, Julian aus dem Bracket gekriegt hat und dann ihm Dings gekauft. Das war mein großes Berlin-Turnier. Ja, stimmt, das als du gegen Swedish verloren hast. Da war ich nämlich nicht da, bei dem Turnier, weil ich da tagsüber irgendwas machen musste. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas Wichtiges war. Danke für den Sub, Alter. Ey, danke, Juggle, danke. Hey, Michaele hier. Michaele. Für den Sub, Alter. Sehr krass. So, ich muss jetzt hier wieder irgendwie die Szene wechseln, sonst kommt es andauern. Achso. Okay. Genau. Und, du hast gegen Swedish Grand Final gespielt. Aber generell war ganz kurz. Okay, wir machen das mal. Okay, das lustiges Turnier übrigens auch, weil da sind ja Käse und Kellner auch da gewesen und Däumling, glaube ich, auch. Mhm. Und Schlimm Shady, so ganz NRW ist so aufgefahren, um da hinzukommen. Ich habe viele von denen auch bei mir gehaust und ich habe dann das Seeding halt gemacht und ich habe das den NRWlern vorher gezeigt. Mhm. Und ich hatte Kahn über Käse geseedet. Ja. Obwohl die halt achter und neunter Seed waren, glaube ich. Okay, so. Ja. Und es hätte keinen Unterschied gemacht, glaube ich. Und Käse war so richtig entsetzt darüber, weil er so, den besiege ich doch komplett. Und, und Kellner hat. Das ist das letzte Mal, dass er das über Kahn gesagt hat. Kellner hat sich, glaube ich, auch wegen irgendwas beschwert und meinte so, nee, du musst das und das anders ziehen, so, sonst clashen wir da. Und ich war so, ihr verliert da halt einfach. Tut mir leid. Ja. Und dann habe ich halt, auf ihre Anfrage habe ich das Seeding tatsächlich noch umgeändert. Ja. Und dann hat halt Kahn gegen Käse gewonnen im Pool. Ja. Und dann mussten dann Käse gegen Kellner direkt. Und ich war so, ich hab's euch gesagt. Served you right. Ich hab die dann beide gedodged auch, weil ich glaube, gegen Kellner hätte ich vielleicht gewonnen damals. Aber gegen Käse vielleicht nicht. Ja, wobei, Das war um die Zeit von dem DG, wo er auch gerade so genauso gut, vielleicht ein klein bisschen besser war als ich. Ja. Und gerade so halt voll besser wurde auf jeden Fall. Und deshalb dachte ich so, okay, das könnten schon heftige, schwere Sets werden. Ja. Andererseits habe ich, glaube ich, auch einfach echt gut gespielt und ich habe auch Arthur besiegt dann später auch. Ja, voll. Und ein Match von Swedish, glaube ich, auch gezogen. Bin ich nicht sicher. Ich glaube nämlich. Obwohl, ich hätte eins gezogen, wenn ich einen Stomp nie getroffen hätte. Ja, genau. So war das. Weil wir waren nämlich, die Aftershow-Party von dem Turnier war bei Steve und Trevor. Und der meinte dann die ganze Zeit so, warum kann der keine Stomp nie treffen? Original. Ich weiß nicht, was ich tagsüber zu tun hatte, aber irgendwas hatte ich zu tun. Deswegen konnte ich nicht zum Turnier. Und dann bin ich aber auf die Aftershow-Party gegangen, weil da halt alle Homies halt da sind, so, ne? Und ich weiß noch genau, dass Swedish irgendwann meinte, Dings, er will noch feiern gehen, ob es irgendwas gibt. Ich so, guck mal, ich hatte heute voll den langen Tag, ich habe nicht so richtig Energy, aber auf dem Heimweg zu mir ist ein Club, wo wir halt gucken können, so.
Ich kann dir nicht versprechen, dass ich jetzt ewig bleibe, aber so, keine Ahnung, so, wenn du mit den, wenn du irgendwie mitkommen willst, so, ich kann dir zeigen, wo der ist und bla bla. Also, okay, cool. Weil er hat ein bisschen schlechtes Gewissen, dass er hier nach Berlin kommt und so, keine Ahnung, der beste Spieler hier trifft nicht mal Stomp nie. So, er muss sein Geld hier auf jeden Fall in der Stadt lassen. Das hat er so gesagt, so, ne? Weil er muss sein Geld hier in der Stadt lassen. Oh nein, dabei war ich halt so der fünftbeste oder so, der viertbeste ja, ja. Zeitpunkt. Aber du warst halt Grand Final, so, ne? Und ah, dann, stimmt, okay, es war Arthur, hat eins gezogen, aber. Ja. Und dann habe ich halt Arthur ganz, ganz knapp besiegt. Und dann hat, dann sind Käse und Kellner noch mitgekommen und wir sind Kantine gegangen. Oh. Und original, wir stehen so Kantine und es war, glaube ich, 3 Euro Eintritt, 5 Euro mit Garderobe, so irgendwie, ne? Und wir stehen so da, wir bezahlen so, ne, und Swedish so, wait a minute, no, I wanna have entrance as well. Und die so, yeah, 5 euros if you want to leave your jacket here. Und er so, guckt uns so an, er so, 5 euros? Ich so, ja. Ich so, und ich denke so, ja klar, Kantine ist normalerweise umsonst, wir geben montags da ist eigentlich umsonst. Yeah. Aber er weiß es natürlich nicht, er kommt aus Amerika, also er kommt aus New York auch noch, oder aus New Jersey oder New Jersey, so. Ne? Yeah. Und er so, 5 Euros wouldn't even get me a shot in a club at home. Und ich so, Bro, Shots kosten 1 Euro, komm, lass reingehen. Er so, okay, everything tonight's on me. Ey. Und er hat alles ausgegeben, weil er meinte so, er kann nicht fassen, wie billig das war. Und ich bin heimgegangen. Nicht geglaubt. Ich bin heimgegangen. Du bist heimgegangen. Es war so eine lustige Nacht. Ey. Dann haben wir noch, wir haben Leberhaken getrunken noch, wir haben getanzt so. Und dann sind wir irgendwann zu mir gegangen, haben halt alle bei mir gepennt. Und original Swedish meinte so, ja, can I crash at your place? Ich so, Dings so, ich hab halt nicht genügend Decken für alle so, ne? Und dann habe ich ihm halt so ein Bettlaken gegeben und er hat in meinem Wohnzimmer auf dem Sessel, du kennst doch den alten Sessel, ja, ne? Auf dem Sessel mit den Beinen auf dem Tisch so mit dem Bettlaken gepennt. Und es war halt richtig kalt auch so, ne? Ey, ich hab halt die Heizung. Aber das reicht ja auch nicht unbedingt, ne? Nee. Und dann haben die drei im Wohnzimmer gefallen, die waren halt so, oh, wir sind aufgewacht, irgendwie waren alle so völlig im Arsch so. Und dann war ich so, Das war der Wahnsinn. Und dann war ich so, Guys, so auf Kater morgen, ich guck zur Zeit so als Comfort-Serie immer nebenbei Friends. Sollen wir Friends gucken? Und für ihr so, I would love to watch some Friends right now. Und dann haben wir einfach ein paar Folgen Friends geguckt und ich habe uns Tee gemacht, uns allen so. Hey, das zu dir war abgefahren. Ja. Den Moment mit Käsekeller fand ich so witzig, weil sie sich beide so voll beschwert haben. Und dann mega, mussten, ja. Dann mussten sie sich gegenseitig raushauen. Ja. Und ich glaube, dann hat sogar Käse gegen Kellner gewonnen. Das kann sein. Oder Kellner gegen Käse, obwohl das normalerweise nicht passiert ist. Bin mir gar nicht ganz so sicher. Nee, Kellner war besser zu der Zeit. Die mussten sich auf jeden Fall gegenseitig raushauen. Ja. Und dann, ich war so ein bisschen so, boah, geil. Dann habe ich halt meinen ersten Win gegen Slim Shady bekommen. Wo auch Khan hinter mir saß und ich habe so einen Grab bekommen. Yeah. Und der meinte hinterher so, genau da wusste ich, dass es vorbei ist. Das gibt so immer so Sets, wo ich so ein, ich downthrow halt gegen so Floaties halt andauernd, yeah. Aber es ist ja nur so ein Semi-Floaty. Yeah. Und das klappt halt meistens nicht so richtig. Mm. Und es gibt immer, genau den gleichen Moment hatte ich gegen Nebbies Yoshi auch mal, wo ich dann gemacht habe, ich kann upthrown und dann einfach knee'n. Ja. Und dann habe ich halt das gemacht, halt bloß mit so einer Double-Up-Air. Ja. Und dann halt eben mit hochrollen und war dann vorbei und ich war so, boah, ey. Das war der erste große PR-Win von mir auch. Ja. Der war nice. Ey, und das alles wegen Pandali. Andere gute Geschichte. Shoutouts an Pandali. Andere gute Geschichte für Pandalis Pandemonium. Mhm. PPTM, glaube ich. Pandalis Pandemonium Tournament Melee. PPTM? Ich dachte, es hieß nur PPM. Kann auch sein. Nee, es hieß nur Pandalis Pandemonium Tournament. Nein, das hieß PPM. Die haben die immer PPM genannt, wie sollten die denn nicht so heißen? Okay, vielleicht war es PPM. PPT war, glaube ich, in München. Sie kommt ja aus München und da hat sie auch schon Turniere geschmissen. Das kann auch sein. Ja. Dann, große Geschichte da auf jeden Fall. Großer MVP von einem PPM. Banane Marmelade. Mit dem Luca Win. Der Anna besiegt hat. True. Anna, sorry, too late. Anna Wobble. Mit dem Anna Wobble Win. Ja, Mann. Auch großer MVP, auch natürlich Anna selbst. Ja, klar, übertrieben viele gute Ergebnisse bei den PPMs, weil Anna und Haki kamen immer zu den PPMs, weil ich glaube, Anna war noch zu jung für Meltdown, für die Meltdown-Turniere damals. Stimmt. Und ist dann halt zu PPM gekommen. Ja, ja, Anna. Genau wie da auch zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Und jetzt geht's nämlich los, Alter. Da muss ich mich mal kurz drehen, Alter. Geldjunge und Lemurenkönig. Oh, die kamen nämlich auch ihre ersten großen Turniere. Die durften nämlich auch nicht, die durften nicht ins Meltdown. Die waren irgendwie 15 damals oder so, ja. Ey. Ja, Mann. Ey, stimmt, Arthur hat auch richtig krass gespielt bei dem Turnier. Ich glaube, wir haben wirklich einfach ganz NRW so einfach durchgeschissen. Ja. Und dann war halt einfach so, ja, keine Ahnung, wer von uns nimmt denn jetzt Swedish Delight? So. Ja. Turns out, ich habe Swedish Delight genommen, weil er hat mir alles ausgegeben an dem Abend. Und so hat Berlin ihn einfach... Berlin einfach durch Berlin und durch. Berlin hat einfach alle ausgenommen wie ein Fisch, Digga. Durch und durch Gewinner einfach an dem Abend. Ey, komplett, das war super. Oh, geil. Ey, Anna auf jeden Fall, dieser eine Insane Run von Banane war auch krass. Ja.
so. Aber großer, so wichtiger Spieler einfach auch, Anna, in dem, in der gesamten Turnierserie, weil ja. Anna halt wirklich jedes Mal da war, gefühlt. Ja. Und das war ja wirklich so die, der Anfang von so unserer Rivalität, würde ich sagen. Mhm. Das ging halt richtig häufig hin und her. Ich glaube, irgendwann habe ich dann die Überhand bekommen. Ja. Und irgendwann war Anna dann halt viel zu krass so. Und dann ja. haben wir aber auch nicht mehr so viel gegeneinander gespielt. Mhm. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Rivalität. Hast du jemals Rivalry. Verloren? Ja. Ja? Auch später? Später irgendwie. Also am Anfang habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal verloren. Bei dem einen Turnier in Bayreuth. Das war nämlich richtig, das war richtig groß auch. Das war so, also kein großes Turnier, meine ich, aber halt einfach so ein richtig großes Set. Ich wollte eigentlich halt gegen, wollte ich gerade so meine Dominance gegen Meruem so starten. Weil ich habe, glaube ich, einen Winners gegen ihn verloren und war so ein bisschen so, boah, ich kann das eigentlich. Was du immer für Pläne hast, meine Dominance gegen den und den starten, ich denke mir das gar nicht. Ich gehe hin und denke so, ja, ich gewinne einfach okay, gegen jeden, aber wo ich kann, so. Da war halt aber auch Niki. Aber das war auch noch eine Zeit, wo ich dachte, ich hätte Niki besiegen können, so. Mm. Aber dann falsch gedacht. Ja, komplett falsch gedacht, wow. ich bin sehr häufig falsch bei so einem Geschehen, naja. Aber Anna stand dann halt in meinem Weg beim Spiel um den dritten Platz, glaube ich. Mm. Und hat dann in so einem richtig krassen Nailbite das Set noch gegen mich gewonnen. Und das war so ein, das stimmt, das war so ein Ding, da war ich richtig krank broke. Das war Anfang 2017 muss das gewesen sein, glaube ich. Mhm. Da hatte ich wirklich halt so, da bin ich von Genesis heimgekommen und hatte so ein paar Cent zu meinem Namen. Oh, und dann das war dann 2017, dann Anfang 2017. Dann hat Niki mir damals tatsächlich einfach das, die Fahrt bezahlt. Oh, richtig lieb und nach so, Bayreuth. So einen kleinen Brief. Richtig Shoutouts an Niki dafür, das war sowieso so lieb. Shoutouts an Niki für alles. Shoutouts an Niki für alles. Niki auch häufiger. Diesen ganzen Haushalt Niki und Andi. Häufiger PPM-Teilnehmer auch gewesen. True, ja. Ey, da sind viele, viele Dinge passiert auf jeden Fall. Ich würde sagen, ein großes PPM, was noch sinnvoll zu erzählen wäre, wäre das Fated Niki Konsti spielen Doubles. PPM. Ja, Mann, das hat Jonas vorhin schon im Chat gesagt. Bei PPM ist eins der besten, der besten Doubles 2v1-Momente aller Zeiten passiert. Vor allem das. Ich, Legendär von Nick einfach. Legendäres Comeback von Nick. Das dümmste Smash aller Zeiten. Findet man das Video, weißt du? Was ist das? Tufkap hat Offices abgegiftet. Ey, wow, nice. Dankeschön. PPM war. Ah, Jonas erstes zu dir. Oh, weil das, warte mal, hier fängt jetzt. Das, ich würde sagen, das zählt noch zur Jedo-Generation, oder? Jonas? Jedo Noob Bootcamp-Generation. Ich hätte gesagt, er ist mehr die moderne Jedo-Generation. Also die. Nein, meinte er. PPM war sein erstes. Ja, ich dachte jetzt, er ist mehr die Charlottenburg-Jedo. Ich glaube, das sind wirklich so ganz, ganz wenig Leute. Mhm. Also die meisten Leute, die jetzt dabei sind, würde ich sagen, sind eher so. Obwohl, vielleicht so André oder so, Sternimann, die sind dann halt ja. neues Jedo. André, Sternimann, Heide, natürlich. Heide. Ja. Habitzka. HW. Itzka. Wer ist noch ganz. Egal. Machen wir dann. Machen wir dann. Aber ich würde sagen, zu der Generation gehören auch Geldjung und Lemurenkönig, weil die halt seitdem überhaupt erst regelmäßig kommen können. Juggle auch. Juggle? Nee, auch so. Juggle ist Ur-Meltdowner. Warte. Achso, stimmt. Er Meltdown war der Casual. Story. Meltdown-Story. Ja. Fabio und ich ganz alleine Meltdown zum Grinden. Sagen in der Facebook-Gruppe so, ey Leute, kommt mal vorbei, lass mal grinden jetzt. Und niemand sagt was. Sind so ein bisschen so, okay, ja, wir grinden aber zu zweit einfach, ne? Hm. Sitzen da zwei irgendwelche Leute. Ja. Irgendwelche Leute sitzen da einfach. Und ich bin so, ja, keine Ahnung, so, wenn die spielen wollen mit uns, machen wir. So, wir können sie ja vielleicht dazu holen so ein bisschen, ja. ne? Und wir spielen Doubles. Und ich glaube, die waren so 60-40, haben die einfach gewonnen gegen uns. Die haben so gefühlt mehr gewonnen. Die waren einfach krass so. Die waren nicht gute Spieler so, aber die waren als Team einfach voll abgestimmt. Und ich hab's nicht gecheckt. Ja. Und ich war so ein bisschen so, boah, ich hab's nicht verstanden. Und alles, was ich so ein bisschen so mich erinnern kann, was dieser Typ, der hatte so eine ähnliche Mundpartie wie du. Ich weiß nicht wieso, aber das hat sich so eingeprägt. Turns out, es waren Michele und ich. Ich hab aber einen falschen Schnurrbart getragen, deswegen hast du mich nicht erkannt. Der Typ war Michele. Ach so, also ja. Der Typ, der aussieht wie ich, war Michele. Nee, aber irgendwie so ein, ich weiß, ich kann's nicht beschreiben, aber es okay. einfach, ich hab das so gemerkt, so. Irgendwie hat Ähnlichkeiten. So, wenn du so ein lockiger, so, keine Ahnung, Guy mit mehr Bart wärst, so, ja. gefühlt. Und der ist dann halt auch so Jahre später aufgenommen. Ich war so, ist das der? Sorry, warst du mal irgendwann in Meltdown und haben wir so Doubles gespielt und das war richtig krass. Und der so, ja, das war ich. Und der war dann, später auch einmal Regular geworden. Einfach richtig wichtiger Regular voll. Bei uns. Ich hab auch irgendwann im Meltdown, warte mal, nee, nicht im Meltdown, bei mir zu Hause waren mal welche, die haben sich irgendwie über Facebook oder so bei mir gemeldet. Mhm. Es war
ein, die waren so nicht viel jünger als ich, vielleicht so 2-3 Jahre jünger als ich oder so. Mhm. Die waren einfach bei mir in meiner damaligen Wohnung. Da habe ich schon alleine da gewohnt. Also da mit Maxim, glaube ich, noch. Ja. Da war ich noch in dem Zimmer, da habe ich noch mit Maxim gewohnt. Und ein Asiate, ein Schwarzer und ein Weißer, ich sitze in einem Zimmer und spiele Smash. Klingt wie das Setup von einem Witz. Okay. Ich weiß nicht mehr über die beiden Typen, außer dass es halt ein Asiate, der Falco gespielt hat, und ein Schwarzer, der... War das der Typ, der in der Facebook-Gruppe immer geshit-talkt hat? Ich glaube nicht, dass die geshit-talkt haben. Und der Schwarze hat Cheat gespielt. Und der war aber ein Casual. Und der Asiate wollte so richtig so, der hatte so irgendwie auch... Ja, ey, das, ich schwöre, das war der. Der, okay. Der hat auch noch geshit-talkt. Wir waren so, ey, Digga, dann komm doch mal jetzt vorbei. Und dann hast du den halt geballert. Und dieser, und der, aber der war halt ein Shitter. Aber der Schwarze, der nicht competitive gespielt hat, ich schwöre, er war wie Bob. Er hat jetzt nicht gewonnen gegen mich. Kein Mensch, das war einfach ein Kumpel von dem Asiaten. Keiner kannte den, der kam auch nie wieder vor. Der kam nie wieder dazu. Und das war, ich denke so krass, das größte Talent einfach. So, weißt du, er hat alles verstanden. Der war auch viel besser als sein Kumpel. Ich habe das Gefühl, er hat ihn gewinnen lassen. So, weißt du, was ich meine? Wow. Und ich weiß nicht, wo diese Typen hin sind. Weil die, ich weiß, dieser Asiate, der war ein Shit-Talker und der andere war so gechillt. Weil der ist mir so auf den Sack gegangen in der Facebook-Gruppe. Weil der wollte immer zu so ganz weirden Zeiten spielen. Ja. Und war aber so, ey, es ist jetzt gerade Mittwoch, 12 Uhr so. Wer will spielen so? Und dann hat er sich aufgeregt, dass keiner Zeit hat. Und dann hat er sich aufgeregt, dass keiner Zeit hat und meinte so, ja, ihr seid alle schlecht und ich würde euch ja besiegen und so. Und ich glaube, du hast dann, ich erinnere mich ziemlich gut daran, dass du einmal... Ja, ich meinte, er soll vorbeikommen. Bei ihm, dass er bei dir da war und dann hast du halt kein Match gegen ihn gedroppt. Natürlich nicht. Weil der war schlecht. Der war schlecht, natürlich. Das war wirklich wild, ja. Ey, aber hier sind gerade ein paar PPM-Stories auch drin, warte mal. Ja, Arthur bei PPM 2, sein erstes Turnier gegen Dusan gewonnen und Turnier überhaupt gewonnen über Dusan. War das schon was mit Geburtstag? Kurz nach seinem Geburtstag. Ey, krass. Und dann war er mit Anna im Mensch Maya feiern, Alter. Was? Achso, mit Anna, also nicht ISIS Anna. Ja, ja. Gutes Game im Meltdown mit Projektor und so, wo ein Falcon offstage rechts auf FD jemanden Sidebeat für den Win, das war Khan an dem Tag, wo er zu Fox geswitcht hatte, aber sich noch nicht sicher war, ob er einige Leute besiegen könnte. Und dann hat er mit meinem Controller gegen Liver gespielt, glaube ich. Und gegen dich danach verloren, knapp, mit Falcon. Bin ich mir ziemlich sicher. Kann sein, ja. Da war auf jeden Fall ein Projektor. Möchte ich meinen. Stimmt, das war, ja, voll, ich erinnere mich dran, ja. Und da ist er irgendwann rausgegangen, es hat so Suicide, Sideview oder Upbeat war es, glaube ich. Mhm. Dann noch Liver gekillt und das war komplett verrückt. Und ich weiß noch, dass er halt eben, er saß da immer so, Mann, ich glaube, mein Controller ist kaputt, ich habe so Lightshield-Bug oder so. Und ich war so, ey, nimm doch meinen. Ja, ich habe den gerade zu Weihnachten geschenkt bekommen, nach Helix habe ich den Controller geschenkt bekommen, den ich bis heute noch benutze. Damn. 2015. Krass, Alter. Nee, 15? Ja, doch 2015. Nee, sechs Jahre benutze ich den schon. Was, 15? War es nicht 16? Nee, es war 15, ja. Ey, es war verrückt. Ofis, der sah, also der war, der müsste jetzt so Mitte, Ende 20 sein und der war so, ich würde sagen, so groß wie ich ungefähr, so 1,80, vielleicht ein bisschen kleiner. Der war so ein bisschen bulligerer Typ so. Und kurze, ganz kurze, lockige Haare halt so. Aber gut, Haare kann man ja auch ändern. Es kann sich ja alles daran ändern. Auf jeden Fall, Konsti, mit den PPMs und den TSUs, die es da noch gab, und den Mimbims und den Noob Bootcamps, das mündete alles dann, also die PPMs haben irgendwann aufgehört. Es war, okay, ich glaube, das, was mir da aufgefallen ist, ich habe ja mit Team Oso die Mimbims organisiert. Ja. Dazwischen gab es ja noch The Den, ich glaube, das ist nicht so ein krass relevantes Turnier, dass halt ein bisschen was passiert, aber es war halt nicht so. Da habe ich das erste Mal gegen Anna verloren. Oh, wow. Ja. Dann vielleicht doch was. Das war ein krasses Upset für damals. Und ich weiß noch, dass ich zu spät kam, wie immer. Ja. Und ich musste scheißen, aber ich musste Pool spielen. Und Dusan hat mich nicht kacken lassen. Und ich musste meinen ganzen Pool spielen, während ich scheißen musste. Und ich habe noch nie so schnell 8-0 gewonnen. Das ist der John. Das war Pools, da habe ich nicht gegen Anna gespielt. Aber ich hab den Pool irgendwie 8-0 oder 10-0 oder so. Und dann war ich so, Dusan, ich hasse dich. Und dann bin ich richtig sauer scheißen gegangen. Stark. Nee, aber wir hatten ja genau, wir hatten die Mimbims, wir hatten zwischendurch manchmal ein größeres Turnier, wir hatten PPM, wir hatten ein Weekly. Ja. Das ist so viel. Und wir waren eine Community von 30, 40 Leuten. Mhm. Das war nicht sustainable, glaube ich. Ja. Und ich glaube, bin mittlerweile der festen Überzeugung, ein Weekly, sehr gut. Ein Turnier alle paar Monate, sehr gut. Ja. Mehr kriegen wir als Community, glaube ich, solange wir nicht 100 Leute werden, nicht hin. Also, das Narrative hier. Ja. Wir haben zuerst, hatte Dusan keinen Bock mehr auf TSU. Ja. Das habe ich ein, zwei Mal übernommen, glaube ich. Und dann war es aber auch vorbei. Dann war es auch vorbei, weil es einfach auch mit den anstrengend Fernsehern war mit den Fernsehern. Und wir hatten dann halt eine gute Venue mit dem Meltdown. Genau. Dann wurden bei Lucy die ganze Zeit Fernseher geklaut, also hat sie mit ihren Turnieren aufgehört. Also zwei von den großen Turnieren. Ja, aber die wurden einfach sauklein auch. Ja, voll. Ja. Und das Mimbim wurde auch immer kleiner. Genau, und Mimbim war die letzte Bastion. Und Bastion. Bastion. Und dann ist was Großes passiert, ja. Ja.
dann wurde bekannt gegeben, dass das verschissene Meltdown zumacht. Und wir hatten, das Letzte, was wir noch hatten, waren Turniere im Meltdown, also große Turniere, überregionale Turniere im Meltdown, wo auch Leute von außerhalb kommen und unsere Weeklies. Im Meltdown. Und jeden Donnerstag. Es hieß dann schon jedo. Und so 10, 20 Fernseher, die da unten waren. Voll. Konsolen. Ja. Mehrfachstecker, die übrigens immer noch. Mehrfachstecker! Die fehlen. Die haben wir nie zurückbekommen. Die sind, glaube ich, in der Insolvenzmasse untergegangen. Wahrscheinlich. Also ich bin mir 100% sicher, dass wir so. Wir hatten so einen Riesenhaufen Mehrfachstecker. Wir haben heute nicht mehr so viele, glaube ich. Ja. Wir hatten so von Team Oso so richtig viel so einfach Bestand gehabt. Ja. Und die sind irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben die nicht gerettet. Aus irgendeinem Grund. Wir haben sie nicht gefunden. Oder so. Jedenfalls wird bekannt gegeben, dass es Philipp hat uns informiert, glaube ich, als erstes so, also hat uns so privat gesagt, so ja. Dings. Wir sind Insolvenzverfahren und bla bla. Paris will den Laden nicht mehr rausboxen aus der Scheiße. Der Laden deswegen insolvent, weil Paris nicht bezahlen wollte, dass die Leitungen von dem ganzen Haus voll messed up waren. Deswegen hatten die immer Probleme mit den Klos. Oh, weil okay. die sanitären Leitungen von dem ganzen Laden, es wurde ja auch zum Schluss im Meltdown, es gab ja maximal eine Toilette, die funktioniert hat. Und dann haben sie halt, es gab ja eigentlich zwei Klos und dann noch so ein Angestelltenklo gab es auch noch. Es gab erstmal ein Frauen- und Männerklo. Genau. Die würden dann auch. Ja, genau. Und ganz zum Schluss gab es nur noch das Angestelltenklo, weil die anderen Klos alle kaputt waren. Und das größte Problem ist, wenn du noch ein Klo hast, ne? Ja. Da ist Banane die ganze Zeit drauf und holt Wasser. Und holt sich Wasser. Der ist immer die ganze Zeit am Trinken da. Bam! Und Kahn steht so daneben und sagt so: Banane, das muss doch nicht sein. Frag doch mich, ich bin reich. Ja! Stimmt, von ihm kommt reich. Von Kahn kommt es. Kahn hat zu Banane gesagt: Frag doch mich, ich bin reich. Ich bin reich. Ey, das war tatsächlich das Reich. Ich hatte das Reich. Ich dachte, das war eine Referenz an Mojo Hans. Nee. Wegen dem Boss Ash krass. Aber ey, Kahn, okay. Ich muss die Geschichte nochmal neu erzählen, glaube ich. Aber ja. Und dann haben wir ein Last Hooray geschmissen, nämlich Ledo. Und es war auch Ledo. Wollen wir uns den Bracket nochmal anschauen? Als letztes Ding, was wir heute machen. Donnerstag, ja. Auf jeden. Ich glaube, dass Ledo, findet man das irgendwie? Kann zur Not, wenn jemand den richtig schnell parat hat, mal den über WhatsApp schicken. Es war auf jeden Fall Challenge. Keine Chance. Finde ich nicht. Ah, doch, vielleicht finde ich es über das Bracket-Ding. Ey. Weil da ist es drin. Wenn das jemand hat, addet mich auf WhatsApp. Ich finde es. Aber das wird. Es hieß letzten Donnerstag, oder? Ja. Melee Singles, letzten Donnerstag, ich hab's. Hast du es gefunden? Smash GG. Soll ich's dir schicken? Ja, ich meine, ich hab's jetzt halt auch. Achso. In jedem Moment, ich muss nur. Okay, ich schick's dir trotzdem. Na, Juti. Wenn es. Ich möchte auf die letzte Seite. Ja, es lädt sehr langsam hier. Letzten Donnerstag, ja, auf jeden Fall. Das haben wir haben es groß angekündigt natürlich. Es war, das Meltdown schließt wirklich morgen, glaube ich. Ich glaube, es war so fast einer der letzten Abende, ne? Ja, voll. Oder natürlich wahrscheinlich ein bisschen später. Aber es gab sehr viele so letzte Abende da, würde ich mal behaupten. Voll. Wir haben glaube ich, eine Woche lang den letzten Abend gefeiert, ja. Letzten Donnerstag Weekly. 47 Teilnehmer. 47 Teilnehmer. Ich glaube, das Meltdown hat nicht 47 Leute. Jo, es war ein Smash.gg-Turnier? Ja, ja. Ach krass, ich dachte, das war ein Challenge. Das musste halt sein, glaube ich, so ein bisschen. Okay, hast du den Braquet? Wir warten. Wer ist geflogen? Warte mal, da war was. Kannst du kurz den Chat nochmal aufmachen? Weil hier gibt es viel so. Ich habe lange mit einem Typen namens Blackie oder so mit einer Bulldogge mit Epilepsie nach Ladenschluss gesoffen und war angeboten. Der wurde auch gefeuert. Ja, Blackie war auch. Ja, der war relativ am Anfang da bei den Meltdown-Zeiten. Okay, verrückt. Gegen den irgendjemand hat. Also stimmt, die Bulldogger, an die erinnere ich mich noch. Der hat auch mitgemacht bei den Turnieren teilweise, stimmt, bei den Melee-Turnieren. Ja, ja. Der Name, den sagt man auch. Guck mal, Daisuki war da. Ey, da hat er in Berlin gelebt. Berlin, ja. Ist der immer noch hier? Nee. Okay. Dusan ist Mira. Was? Ja. Warum? Dusan hat sich schon alle bemerkt. Xara, ey. Mira. Xara. Hier, guck mal, hier habe ich gegen Salt ey, verloren. Wow. Ja. Beatjosh war da, Boff Target war Boff auch Target schon. Und Boff Target und Fluxmob waren, ja. Jeno-Generation. Mega. Leo Meror. Lena war da, die Freundin von Liver. Ey, wow. Die hat mitgemacht. Cash Money Erkan. Cash Money Erkan. Dr. Roy. Geiler. Trevor. Alle Jeno-Generation, stimmt. Ipsai, erinnere ich mich nicht. Das ist ein Name auf jeden Fall. Boah, Beatson ist ein Kumpel von Beatjosh gewesen, glaube ich. Ah, okay. Hier, Findus, Alter. Findus. Natürlich. Oh, guck mal, Surf. Er hat ein Match von Hans gezogen. Surf King, ey, wow. Surf King ist einer von den Australiern gewesen. True. Dirk Adur auch. Dirk Adur, Dragé. Und Gus wäre, glaube ich, auch. Dragé war da. Ja. Kono!
Kolo Dicker, der war neulich mal im Jedo-Chat und wollte, hat gesagt, er kommt mal vorbei. Und Jaras war die große Australo-Prodigy. Der war zwar nicht Teil von der Australo-Gang, aber er war Australier. Und dann, der war so ein Falcon, der so gerade solide wurde. Okay, okay. Ich erinnere mich dran. Dicker, was ich hier für ein Bracket gehabt hätte, Dings, Iffy, dann Dai. Dai hätte ich Revanche. Er hat mich Game 5 beim PWM. Mann, die Rache an Dai, wirklich. Ich hätte wahrscheinlich gegen ihn verloren da. Und dann, guck mal, wen haben wir? Okay, Khan hat gegen Ofis verloren. Oh, scroll nicht weiter! Da hat Khan gegen... Guck mal, ich habe hier gegen Nick verloren in Top 12 schon. Einfach so, wow, einfach in Top 12. Wild. Ich bin nicht mal Top 8 gekommen, weil ich... Und ich habe hier abgefahren. Mein Losers Run auch einfach Leo Meror, Liver, Tough C und dann habe ich gegen Nick verloren. Ey, jetzt haben wir, wie ging es weiter hier? Stevo war auch da? Stevo war auch da, ja. Dai hat gegen Fex gewonnen. Gut, dass Stevo dann gegen Dai gewonnen hat. Oh shit, ja. Damn. Nice. Stevo gegen Arthur gewonnen. Digga, Iffy ist Top 8 gekommen gegen Swift. Was ist denn hier passiert? Ein bisschen geschenkter Bracket aber auch. Ja. Wir müssen mal gucken, was er im Win hat. Da muss er ein Upset gemacht haben, glaube ich. Ah, ne, Arthur hat DQ'd. Okay. Nein, er hat gegen Salt gewonnen, weil ich gegen Salt. Ah, okay, fair. Okay, ja, Stevo, dann Stevo, hat Arthur DQ'd. Und dann hat wer? Dusan wahrscheinlich. Dusan hat gegen Stevo. Oh, Game 5 hier sogar. Wow, also erst nach dem Reset. Ja, nach dem 3-0 Reset fair. Sogar. Okay, zeig mal mein Bracket kurz. Ich habe gegen Stevo verloren. Ja, da war ich sicher sauer. Ja, gegen Tough C hast du auch ein Game gedroppt. Guck mal. Okay, das war da scheinbar nicht der hotteste Tag für mich. Dann hast du gegen Ofis gewonnen und gegen Hans verloren. Nicht der hotteste Atze-Sommer. Ey, Atze, ich bin hier rausgeflogen. Also, wir machen wir was vor? Ich habe gegen Saul verloren. Ein bisschen gebastert, aber. Ah, okay, das voll. Okay. Das kann man passieren. Ja. Guck mal, Hebi war auch da. Hebi war da, stimmt. Hebi war dann auch wieder eine Zeit lang da. Ja, voll, auf jeden. Hebi war. Aber der war halt nie bei den neuen Jedos. Nicht bei uns in der Venue, glaube ich, nee. Aber in den Meltdown-Jedo. Ja, da auf jeden Fall, ja. Der war auch neue Jedo-Generation dann wieder, würde ich sagen. Hiro war auch da. AIDS, das war der Peach-Spieler, der Australier. AIDS, stimmt, das war der Peach-Spieler. Das waren so 7 Leute. Das waren voll viele Australier, ja. Viele Typen. Ich will die wieder haben. Mega, Alter. Wollen wir denen sagen, dass das gerade das Bier bei unserem Weekly gibt? Ja, Mann, dann kommen die auf jeden Fall. Die kommen auf jeden Fall an, dann. Okay, anyway, das war letzten Donnerstag und ich würde jetzt... Chat, wir machen noch so... Fragerunde, oder? Genau, 10 Minuten für Fragen. Ich würde mal schnell pinkeln gehen, während die Fragen stellen, weil ich muss schon die ganze Zeit auf Klo. Ich muss nämlich auch super pinkeln. Okay, okay, alles klar. Ich werd euch ganz kurz unterhalten. Ja, ich bin gleich wieder da. Muss ich mal ein bisschen in die Mitte setzen. Ey, Leute, das war ein kompletter Exkurs hier. Ich bin richtig, richtig excited, dass das passiert ist. Müde aber auch. Ey, das war wild. Ich bin... amazed auch, wie viel da noch zusammenkommt, so ganz spontan auch, weil ich bin relativ unvorbereitet, glaube ich, hier reingekommen und so viele Sachen, die man da aus dem Stegreif dann einfach raus sich so denken kann. Ich wette, es fehlen auch wirklich noch so 20 Meltdown-Geschichten, weil da ist so krass viel passiert irgendwie. Ey, da war ich das erste Mal in meinem Leben betrunken. Marius Strawstream hat mich das erste Mal abgefüllt, glaube ich, so richtig in meinem Leben. Und das war auch ein Erlebnis auf jeden Fall. Und dann bin ich Alkoholiker geworden. Aber, keine Ahnung. Es war komplett wilde Zeit. Meltdown, ich werde es vermissen. Ich habe übrigens den Meltdown-Barkeeper Julian letztens auf der Party von Zenu zu Silvester getroffen. Und dem geht's auch gut. Das ist komplett verwirrt. Heide, hallo. Hast du jetzt wieder mehr Lust zu spielen? Tatsächlich, ich habe ja, weil ich jetzt so krank war ein bisschen, ich bin auch immer noch ein bisschen krank, und wir wissen ja auch nicht genau warum, habe ich ein bisschen mir gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen, ich habe ein bisschen Melee gespielt, aber auch so ein bisschen so andere Spiele. Dann war ich halt so ein bisschen am häufiger spielen und dachte mir so ein bisschen so, keine Ahnung, kann man ja immer so ein bisschen machen und das hat ein bisschen mehr Spaß gemacht wieder. Und dann habe ich ja am Dienstag war spontan so ein Master Division Europa Turnier und da habe ich mich dann last minute angemeldet und denen nochmal nachgewiesen, dass ich ein masterwürdiger Spieler bin. Aber du warst nur in dem zweiten Ding. Ja, ne? Du fängst halt in der zweiten Division an. Aha, okay. Und das war ein bisschen, ich glaube, die waren ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich halt, glaube, so ewig nicht mehr so richtig aktiv war, ja. Europaweit. Und dieser Typ kannte mich wahrscheinlich auch nicht, der mich da so gecheckt hat. Leffen oder was? Nein, irgend so ein. Ist doch Levo. Es war Levo, aber irgendein anderer Typ. Natürlich macht Leffen das nicht. Aber ich habe dann. 4-3, glaube ich. Ich habe gegen GG ganz dumm verloren. Aber GG ist auch gut jetzt. Aber gegen Frank the Fisherman hast du gewonnen? Gegen Frank the Fisherman, aber das war... der hat Fox gespielt. Ah, okay. Ich glaube, gegen seinen Sheik wäre viel schwerer gewesen. Ja. Oder gegen Frank the Fisherman's Sheik. Weiß nicht. Ich glaube, wie heißt
Max. Max? Max, ja. Ich glaube, Max ist they-them jetzt. Wenn ich mich nicht irre. Was ist der? Ist they-them. Achso, ja. Ist nicht okay. Mehr, ist, es ist jetzt ist auf jeden Fall Frank the Fisherman. Es ist Frank the Fisherman. Ja. Ich habe gegen Modentor verloren. Und richtig, der ist so. Der ist so, wie wenn Marius Playstyle so durchdacht ist. So richtig durchdacht. Wirklich, okay. Der ist so ein. So ich will Marius nicht slendern. Aber macht man so diese ganz viele Upsmashes, so ein bisschen halt die Kombos sehr simplifizieren. Hm. Manchmal auch früher beenden und manchmal halt auch sehr so greedy. Aber halt das in richtig schnell. Hm, ja. Und ich fand so, das erste Match habe ich ja gedreistockt. Ich war so, okay, alles klar, dann habe ich verloren. Ja. Und das war ein bisschen doof. Ich habe gegen Irfan, erstes Match, oder zweites Match war es, glaube ich, so super knapp verloren, wo ich die Gift, das Dings wurde gerade gepostet. Und es war wirklich halt so, ich habe ihn besiegt gehabt, hab so einen Stomp gemacht und er hat halt eine Upbeat gemacht und ich bin rausgesprungen, ihn zu backern und das wär's gewesen. Last Game, okay. Ich hätte gewonnen. Ja, irgendwann hat er auch gesagt, er hat dich richtig gerobbt. Daneben gesprungen einfach. Oh no. Und dann das noch verloren, aber 4-3 bin dann Dritter geworden. Wenn ich ein Set mehr geholt hätte, wäre ich zumindest Zweiter gewesen. Und dann steigst du auf, oder was? Und dann mit Ersten steigt man, glaube ich, auf. Wir fanden das aufgestiegen. Okay, und Zweiten gibt es dann Relegation, oder? Ich weiß nicht, was da passiert. Auf jeden Fall gab es. Ich wäre nicht aufgestiegen, aber das wäre auch okay. Ich habe gefahren. Das war so ein Scheiß-Loss, aber das war ein Loss, den konnte ich verkraften. Ich fand auch generell, um mal so auf dieses Spielspaß-Ding raufzugehen, so ich war halt schon mad bei den Sachen, die ich verloren habe. Mhm. Aber so ein Ding, was ich in letzter Zeit ganz viel so mit Arthur hatte, war halt so, ich weiß ja, dass der mich besiegt so und dass das auch gar nicht schlimm ist und dass der halt auch wahrscheinlich der bessere Spieler sogar ist. Aber so die Sachen, die ich bei ihm halt immer hatte, war halt so ein bisschen so, ich verschenk so Stocks und spiele dann so mit 2 Stocks gegen 4 und bin so, Mann, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich 4 Stocks gehabt hätte, wäre das halt ein Fight gewesen. So. Mhm. Aber so, ich mache dann so dumme Sachen und lande dann offstage so und dann downtiltet er einfach nur. Und ich bin dann so ein bisschen so. Und bin so, das macht mich halt richtig sauer, weil ich dann einfach denke, so, das hätte viel besser laufen müssen, so, auch wenn der Loss gekommen ist. Weißt du, man kann ja über einen knappen Loss kann man so traurig sein oder sauer. Aber dann kann man nicht sagen, so, ey, keine Ahnung, es war ein Set so. Ja. Er hat dann halt einfach die Edge gehabt. Mhm. Und so war das halt am Dienstag jetzt, so habe ich das Gefühl. Es war eine dumme Situation. Ich habe ein paar Mal auch dumm SD'd. Ja. Aber ich war im Nachhinein war ich so, ey, keine Ahnung, waren halt dumme Losses, aber das waren Sachen, wo ich so, wenn ich diese ein, zwei Situationen besser gespielt hätte, hätte ich das einfach ganz normal geholt. So. Und das fühlt sich viel, viel besser an, als so dieses so irgendwie so dumm spielen, dass man halt einfach selbst alles verkackt. So. Ich will einfach so ein Fight abputten. So. Naja, voll, das verstehe ich. Und das hat geht richtig, mir auch so. Das hat richtig gut geklappt und ich glaube, ich muss ein bisschen noch gegen Marv wieder grinden und dann kann ich das gegen Arthur auch wieder achieven. Okay. Und das ist mal die Zusammenfassung von, ob ich wieder Lust habe, mehr zu spielen. Okay, dann geh du mal pinkeln. Ich frag den Chat mal noch, ob die Fragen an mich haben und dann machen wir langsam mal dicht hier. Chat, habt ihr Fragen an mich jetzt, wo Konzi weg ist? Ich kann euch schmutzige Geheimnisse über Konzi verraten, natürlich. Ja, Irfan, klar. Hättest du das Set auch schon zu einem früheren Zeitpunkt gewinnen können, wie das immer so ist, ne? Also das ist ja keine Einbahnstraße, dieses ach fuck, hätte ich mal. Das geht ja beiden Spielern oft so. Ja, tschüss Heide, schön, dass du da warst. Danke, dass du uns vom Klo aus zugeguckt hast. Finde ich sehr lieb. Welche Farbe hat Konzis Unterwäsche heute? Ich bin ja nicht mit auf Klo, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, schwarz. Konsti, schreib's in die YouTube-Kommentare. Ohne Ton, nur Chat. Fair. Und lippenlesend natürlich. Wusstest du, dass Buff Target bei einem Smash in Berlin war? Weil da war ich buff. Bei einem Smash in Berlin? Was ist ein Smash in Berlin? Was? Meinst du Brawl in Berlin oder was? Also diese alten... Dings... Treibhausturniere? Rufus sagt, wusstest du, dass Buff Target bei einem Smash in Berlin war? Ich weiß nicht, was Smash in Berlin ist. Also wusste ich nicht, Rufus. Bin ich jetzt auch erstmal buff, sag ich mal. Konzi, was für eine Farbe hat deine Unterhose heute? Dunkelblau. Shit, ja. Ich hab schwarz geraten. Warte mal. Ich war all black hier, aber man muss noch ein bisschen Dirty Secret haben. Hey, Konzi, ich bin schwarz. Aber ich
Okay, egal. Ich wollte eigentlich, ich dachte, ich habe eine dunkelblaue an. Gab's noch eine Frage? Nee, gar nicht. Anreiz? Nee, gar nicht. Ich glaube, dann ist ein guter Zeitpunkt, um mal... Moff Target war bei einem Brawl in Berlin. Ah, krass. Ja, okay. Damn. Ey, er ist trotzdem Meldung, jede Generation. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja 2007-Generation. Okay. Sorry. Okay. Ich glaube, es wird Zeit. Chat. Ey, das war richtig schöner. Wir haben das krass unstrukturiert gemacht, würde ich sagen. Wie aber immer. Es ist, diese Jahre sind auch ein kompletter Clusterfuck, finde ich. Voll, auf jeden. Und das strukturiert zu machen, würde halt so mehrere Stunden Arbeit erfolgen. Mhm. Und wir haben das jetzt mit 0 Stunden Arbeit halt kompensiert. Ich meine, es wäre halt auch so, wir würden auch viele, also viel mehr Podcast haben, dann, wenn wir das machen würden, wenn wir alles einzeln besprechen würden. Finde total fair. Und aber ich glaube, das ist gut, das so ein bisschen chaotisch durchzumachen. Ein bisschen viel auf so spontane Geschichten, die einem einfallen, so einzugehen und das war schön. Mega. Diese ganzen, also das sind auch die mit Abstand aktivsten Jahre der Berliner Community. Also da kommen wir auch, da sind wir natürlich in den letzten Jahren nicht hingekommen. Wegen Corona eh nicht da so. Da sind halt in einem Jahr, was da sind, 50 Weeklies. Ja. 4 so Monthlies. Zwischendurch glaube ich so ein TSU oder sowas. Zwischendurch oder zwei TSUs und dann auch nochmal irgendwie alle 2 Monate im PPM. PPM, das waren schon krasse Zeiten. Das war krass aktiv. Deswegen, da kommen wir so schnell auch nicht nochmal hin. Finde ich aber auch okay. Ich finde... eine viel tightlinettere Community wichtiger. Finde ich besser, ja. Und darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal, Chat, nämlich über die Post-Meltdown-Generation. Post-Meltdown, ja, eben. Über die Jedo-Reloaded-Generation, über die Rückkehr der Jedo-Ritter.